Ich bin vieles. Naturliebhaber, Otaku und ein selten sinnloser YouTuber. Aber mehr als alles andere bin ich Teil eines Teams. Entschuldigt, da passt der Anspieler doch nicht mehr so. Ich bin nicht Teil eines Teams. Ich bin vielmehr leidenschaftlicher Sammler. Schon oftmals gewährte ich euch Einblicke in meine Sammlungen, umfassend all meiner Mangas und etlichen Videospielen, doch eine neue Leidenschaft hinterließ alle übrigen in ihrem Schatten. Was vor gut 2 Jahren einen regelrechten Wahn eskalierte, sammelt sich heute auf 20 Kilo massivem Shisham-Holz. 91 Elemente schwer und keiner in Sicht. Ich präsentiere meine Anime-Soundtrack-CD! Ich sagte, meine Anime-Soundtrack-CD-Sammlung! Hallo und herzlich willkommen hier zu der Anime-Soundtrack-CD-Sammlung. Ja, lang hat's gedauert, lange angekündigt, jetzt ist es endlich da. Ich bin hier bereit, die ganzen CDs habe ich hier schon brav neben mich aufgestapelt, ganz viel Stapel, die ganze Sammlung ist bereit. Und ja, ich dachte einfach mal, ich zeige euch einfach mal so ein bisschen die Sammlung. Ich sitze gerade wieder, letzte Idiot, auf dem Boden rum. Einfach halt ein bisschen, ich zeige euch die ganzen CDs, die ich alle so habe, die ganze Sammlung. Ich denke, ich würde gerne auch die ganzen hier auch noch zeigen von den ganzen CDs, aber ich habe keinen Bock jetzt wegen eines kleinen Laber-Sammlungsvideos hier Urheberrechtsprobleme zu bekommen. Deswegen werde ich leider keine Lieder wirklich zeigen können, aber ich werde immer hier unten in der linken Ecke immer so ein bisschen Kram, so ein paar weitere Infos zu den CDs halt liefern, dass es sozusagen so ein bisschen interessant bleibt und halt auch, da werde ich auch immer so meinen Lieblingstrack noch mit hinschreiben. Also mit anderen Worten, wenn ihr immer schon mal wissen wolltet, so meine Meinung zu diversen Soundtracks von diversen Serien, so Digimon, Kenshin, K-On!, Dragon Ball, was weiß ich nicht alles, dann, ja, dann seid ihr hier genau richtig, weil hier geht's ja praktisch um nichts anderes als Soundtracks, weil, oh mein Gott, ich liebe Soundtracks. Ich höre den, kann den ganzen Tag noch nichts anderes machen als Musik hören. Und deswegen hat sich da diese Leidenschaft irgendwie entwickelt, nicht nur Musik irgendwo random auf YouTube zu hören, sondern halt wirklich sich die ganzen blöden Soundtrack-CDs zu kaufen von allen möglichen Serien, die ich abfeiere und halt größtenteils Animes, weil ich feiere halt Animes und deswegen fangen wir auch gleich einmal an, hier mit dem ersten Kandidaten alphabetisch mit Barberpapa. Ja, wir fangen mit dem richtig coolen Kram an aus der Kindheit, vielleicht kennst du noch ein paar Leute. Ich will jetzt gar nicht so sehr genau auf die Säge selbst eingehen, es manche würden sich verstreiten, ob es wirklich ein Anime ist, weil es ja eigentlich eher eine französische Produktion ist. Aber von dem Studio Topcraft, die ja später auch Nausicaa gemacht haben und das letzte Einhorn, und aus denen dann später auch das Studio Ghibli entstand, also entsprechend würde ich sagen, Barberpapa ist durchaus ein Anime. Ist mir eigentlich auch ziemlich egal, es passt hier rein, ist mein Video. Ja, ich kann mal ein bisschen die CD hier zeigen, dabei ein bisschen was reden, also ja, es also hier auf der CD ist, an sich hat die Serie auch an sich ziemlich coole Hintergrundmusik, aber die wurde nie veröffentlicht, weil eigentlich nie wirklich Sachen veröffentlicht werden. Das heißt, was einem halt bleibt, ist halt hier die, hey, ist niedlich, ist halt hier die kleine CD mit so ein paar Liedern und Songs, die in der Serie liefen, darunter auch ein paar, die ich sehr mag. Es ist, eigentlich ist es eher Kindermusik, es ist auch eigentlich eher eine Kindersäge, aber ich mag die Lieder. Ist so mit Kinderchor und mit so einem total motivierten Sänger, ich weiß gar nicht, wie der hieß, ich glaube Peter Kirchberger oder so, der halt den Barberpapa singt, also, weiß nicht, ich mag die CD. So, aber jetzt kommen wir mal zu dem richtigen Soundtrack-Kram, nämlich machen wir weiter mit Chobits. Da habe ich, das ist die, eine der ziemlich der ersten Sachen, wo ich den Soundtrack komplett da habe, nämlich Chobits Volume 1 praktisch, Soundtrack 002 und die, oh Gott, die ist irgendwie falsch rum, hier die Character, also Character Song Collection. Ja, der ganze Soundtrack von Chobits, die 3 CDs, also praktisch, ich will es nochmal vorher erwähnen, jetzt gerade eben hatten wir eine CD zwar mit Liedern, aber wenn ich von Soundtrack spreche, spreche ich eigentlich immer größtenteils wirklich von den Hintergrundmelodien, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, boah, ich habe irgendeine Sammlung komplett, dann
ich sammle halt immer den Soundtrack. Genau, praktisch die ganzen Character-Song-Dinger und so. Die sammle ich für in der Regel eigentlich nicht, weil die mich nicht wirklich interessieren, sondern ich nur die hinteren Melodien haben möchte. Die hier ist jetzt zum Beispiel gerade eine Ausnahme, weil einige Hintergrundsongs von Chobits nicht auf den beiden veröffentlicht worden sind, sondern halt nur hier auf der Character Song Collection. Das heißt, da habe ich jetzt noch ein paar Character Songs dabei. Okay, wer es braucht, sind aber tatsächlich ganz nett. Besonders das Lied von Hideki ist ganz cool. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Wahrscheinlich steht es dann da unten irgendwo, ne? Leute, ich habe es erklärt. Ja, ansonsten. Also ja, der Chobits Soundtrack. Ich höre ihn zurzeit leider gar nicht mehr so häufig, wie ich ihn früher abgefeiert habe, aber eigentlich ein richtig geiler Soundtrack. Also ich finde den, der hat so einen ganz eigenen kleinen Stil, weil immer dieses ba 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 da ba da. Aber du hast halt immer bei... Ich mag den Chobits Soundtrack, ja. Also es... Eigentlich habe ich an dem tatsächlich nichts großartig ausgesetzt. Wie gesagt, ich höre ihn zurzeit nicht mehr großartig. Aber eigentlich sind auf allen eigentlich immer ziemlich viele nice Sachen dabei. Wir haben hier zum Beispiel erste CD. Ich kann auch nochmal von hinten ein bisschen zeigen. Ich muss hier echt ein bisschen mehr die CDs alle ein bisschen zeigen. Vielleicht kann man ja auch ein bisschen da ran, aber dann sieht man gar nichts mehr. Fokussieren. Ja, ich habe eine manuelle Kamera für sowas. Ja, kann mal. Ich lass es mal unten. Also das hat die erste CD. Die zweite CD, die hatte ich als erstes von Chobits. Auch mit sehr nice Sachen. Also hier haben wir sehr viele langsame, ruhige Lieder mit dabei. Die sind natürlich alle auch sehr, sehr schön. Und hier halt gemischt, wie gesagt, Character-Songs von den einzelnen Charakteren und halt noch ein paar Themes von den Charakteren. Also hier sind halt so, ist halt dieses, sag mal, leicht erotische Theme von Hideki ist hier mit dabei. Das Theme von Fräulein Hibia ist hier zum Beispiel auch mit dabei. Die waren halt vorher irgendwie nicht dabei. Frag mich nicht, wieso. Ich liebe übrigens das Theme von Frau Hibia. Das hat so diese alten, schönen Klänge noch aus der Barockzeit mit drin. Das mag ich sehr. Das hat einen ziemlich coolen Klang. Also, Thumbs up für den Chobits Soundtrack. Der gefällt mir sehr. Ich weiß gerade nur gar nicht, wie der Komponist heißt. Steht da wahrscheinlich drauf. Ich kann es gerade einfach lesen. Aber nein, ich bin zu faul. Ist mir jetzt zu doof. Ja, so viel dazu. Nähern wir uns jetzt dann dem nächsten mit Detective Conan. Wir sind schon bei dir angekommen. Die Sammlung ist jetzt auch nicht die größte auf der Welt. Und bei Conan muss ich um jeden Fall noch irgendwas nachholen. Ich habe jetzt hier noch... bei Conan hat so einen unglaublich geilen Sound. Ich habe leider nur die eine Volume hier noch dabei vom offiziellen Soundtrack. Und dazu noch den Soundtrack von dem 9. Kinofilm. Weil es mein Lieblings-Conan-Film ist und der ein sehr schönes Main-Theme noch mit drin hat. Und weil halt das Detective Conan Main-Theme... Es geht so ab und gerade in der Filmversion, wenn die da so ein gutes Orchester dafür genutzt haben, richtig geiler Scheiß. Aber auch ansonsten, wir haben hier links halt diese Standard deutsche CD, halt mit ein paar deutschen Liedern, so mit ein paar Openings und so ein Shit. Ist immer ganz schön, das zu haben. Es ist aber halt auch nicht so krass der seltene Sammlerkram, weil man kann es halt hier in Deutschland ganz entspannt bekommen. Gut, man kann Sachen auch hier ganz entspannt importieren. Ich meine, ist jetzt nicht das Problem, aber ja, früher so, da war das immer noch was sehr Besonderes, wenn man Sachen mal importiert und sagt, oh, hier, ich habe eine japanische Conan-CD, wie gut ist das denn? Ja, jedenfalls, Conan-CD, ich drehe mal so ein bisschen um, dass ihr mal einen kleineren, vernünftigen Eindruck davon bekommt. Also, Detektiv Conan, würde ich mal sagen, hat so aus meiner Sicht gesehen vielleicht mit den drittbesten Anime-Soundtrack, den ich jemals gehört habe. Also gerade so die ersten paar Staffeln, oh, die gehen so richtig ab. Die haben so richtig schöne alte... Mann, es ist doof, wenn man die nicht immer so zeigen kann nebenbei. Wie gesagt, ich habe ja alles da unten stehen. Ich würde es gerne anders machen, aber es ist halt... Ich will keinen Strike für dieses Video hier bekommen. Deswegen auf jeden Fall, hier sind richtig nice Melodien dabei. Das Conan Man Theme in allen möglichen, dieser, auch in dieser gesumpten Variante. Zum Beispiel ist... Das ist ziemlich geil, da haben wir ganz viele coole Melodien. Sehr melodischer Soundtrack, ich stehe übrigens auf Melodien. Ja, und wie gesagt, der Soundtrack vom Film, der ist eigentlich auch immer ganz nice. Kann ich ihn auch nochmal aufmachen. Da haben wir nämlich immer so eine alternativen Covers, die halt, hier ist so ein alternatives Cover, das Gosho Aoyama selber als Promotion für den Film gezeichnet hat. Das ist immer natürlich ganz cool. Aber es macht natürlich immer ganz Spaß. Es hat ansonsten. Oh, hier ein Sticker, wie cool. Jetzt hat dann sonst hier noch so voll mit ein paar Screenshots und so. Es hat eigentlich, also, ja, die Booklets will man natürlich dabei haben. Im Endeffekt bringen sie ja eben nicht so viel bei japanischen CDs, weil ja, ich kann halt nichts davon lesen, weil. Naja, das ist praktisch das. Also Detective Conan, ein richtig fetter Soundtrack, richtig coole CD.
Und auf jeden Fall wichtig in meiner Sammlung. Ich muss mir auch heute noch mal die nächsten CDs bestellen. Also noch, das ist jetzt hier Volume 1 gerade von dem Soundtrack von Conan. Es gibt, glaube ich, noch Volume 2, Volume 3. Dann gibt es, glaube ich, noch Volume 4. Die ist aber schon ja nicht mehr so geil. Die klingt so moderner und so. Und da haben sie irgendwie, ich weiß auch nicht. Und dann hast du noch so Super Best Collection 1, Super Best Collection Nummer 2 und was weiß ich nicht alles und halt von den ganzen Filmen. Da brauche ich auch noch ziemlich viele von, also vor allem halt Nummer 2 und 3 von dem Kollegen hier. Das brauche ich auch noch für meine Sammlung, weil, wie gesagt, richtig fett. Und von den Filmen, da will ich auch noch den Soundtrack sammeln von, oh Gott, den habe ich, wie gesagt, leider auch nicht hier. Also im Sinne von, ich brauche den noch den Soundtrack vom ersten Film. Vom dritten Film, der ist ziemlich geil, vor allem dieses I'll Be There's, richtig tolles Lied. Also der Film war nicht so geil, aber der Soundtrack von dem Film, der ist fett. Vom fünften Film will ich es noch haben, vor allem wegen Lando Calrissian, einfach ziemlich mit eines der epischsten Soundtrack-Themes, die es so gibt. Und ihr müsst mal sehen, wie oft ich in diesem Video Soundtrack sage, es ist schlimm. Und halt dann noch den vom, ich glaube, das wären so die wichtigsten noch mit. Vielleicht noch den 15. Vielleicht noch den 12. Das war dieser Film, wo sie da. Wie hieß der? Moment, lass mich kurz gucken. Da hieß der. Ja, ich meinte die Partitur des Grauens. Genau, die meinte ich. Der ist auch noch ziemlich schön. Vor allem auch wegen Amazing Grace. Sehr tolles Lied. Oh, das führt uns auch schon zum nächsten Punkt, nämlich. GoDeutsch Digimon, erstmal die ganzen deutschen CDs, die wir hier bekommen haben. Also die erste Volume, die zweite Volume, also hier, zweite Volume und halt Digimon Gold, die ich doppelt habe. Einmal ohne CD, einmal dafür mit so einem Wackelcover. Das hat so einen kleinen, ne, so einen kleinen 3D-Effekt mit drin. Das ist immer der Geistesscheiß in den 90ern gewesen. Ne, dann halt noch Volume 3 ohne Booklet, ja, das hat man mal lesen können, ich hatte so. Und Volume 4 dafür mit limitierten Glitzer-Booklet. Großartig, mehr CDs gab es davon ja leider nicht. Den Rest gab es ja nur noch auf den ganzen Anime-Hits, die sie da veröffentlicht haben. Halt die ganzen Lieder. Wobei, es gibt so ein Problem, das ich immer wieder habe mit Veröffentlichungen von Soundtracks. Nämlich der, dass sie irgendwie ganz viele Lieder vom Soundtrack einfach nicht mit auf die verdammten CDs draufpacken. Es regt mich immer todes auf. Wir haben zum Beispiel hier, ich weiß, ich bin Digimon-Freak, ich muss das erwähnen, weil Digimon ist ein geiler Scheiß. Zum Beispiel haben wir hier dieses zum Beispiel Ich folge dir ist nicht mit auf dem Sound, auf dieser CD mit dabei, obwohl die eigentlich die Lieder von der Staffel mit drauf haben sollte. Die langsame Version von Gott. Die fahren, Mensch, also von Vertrau mir, die ist auch nicht mit dabei. Dafür haben wir auf den beiden CDs halt ganz viele Lieder mit dabei, die nichts, wirklich nichts mit der Säge zu tun haben, aber halt irgendwie noch mitproduziert wurden. Das war ja irgendwie damals so üblich bei RTS, weil ich weiß nicht wieso. Noch schlimmstes Dilemma hier. Ich meine, auf der CD sind im Endeffekt 13 Titel und du kannst nochmal etwa genauso viele hinzufügen mit Liedern, die nicht mit dabei sind. Nicht einmal eine Vision ist mit dabei. Oder Regenbogen in der Vollversion ist auch nicht mit dabei. Oder Deine Chance ist auch nicht mit dabei. Es ist so schlimm, da kaufst du diese CD, weil du die Lieder aus der Serie haben möchtest und hast die Hälfte der Lieder aus. Ja, entschuldigt, die Kamera ist gerade irgendwie ausgefallen, frag mich nicht wieso. Jedenfalls, wo war ich gerade? Ich war gerade bei. Also zumindest fehlt hier halt irgendwie wieder die Hälfte der Songs und praktisch die Hälfte, die sie sozusagen nicht mit draufgepackt haben, die haben sie dann aufgefüllt mit Liedern, die eigentlich keinen Menschen interessieren, weil die halt nicht in der Serie genau liefen. Deswegen regt mich immer wieder auf. Auch wenn hier ein paar sehr schöne mit dabei waren, muss ich ehrlich sagen, wie Flieg mit dem Wind ist wunderschön, Septembermond ist sehr schön, Evolution war, glaube ich, nicht so geil. Naja, jedenfalls ist das halt immer so ein tägliches Leid bei den CDs. Hier haben sie ein paar mehr mit dabei, immerhin. Ist auch ein schönes Wackelcover, wie gesagt. Wundervoll. Aber das ist ja eigentlich gar nicht der Shit, um den es hier eigentlich gehen soll. Weil das Wundervolle an der Sammlung an sich. Ich hab's endlich geschafft. Es hat ewig und 3 Tage gedauert. Aber ich habe es vollbracht. Ich hab Digimon endlich komplett gesammelt. Ich habe die ganzen 16 Soundtrack-CDs davon. Also Adventure, die beiden.
die beiden von O2. Hier, gell, 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 gell. Und dann Movie Soundtrack und nochmal Movie Soundtrack und Tamers und nochmal Tamers. Tamers Movie Soundtrack, Tamers Movie Soundtrack. Frontier, leider ohne Movie Soundtrack. Savers, Savers. Boss, Boss, Boss. Und Shampoo Hunters. Ganze Batzen Digimon-Musik, geiler Scheiß. Es hat so ewig gedauert, den Kram zusammenzusammeln. Aber jetzt habe ich es komplett und jetzt habe ich ein riesiges Chaos verursacht. Moment! Also, widmen wir uns doch dem Digimon-Soundtrack nochmal on detail. Hier mit der ersten CD vom Adventure-Soundtrack. Die, oh Gott, wie heißt die? Uchacho Ongaku Shu Version 1. Eine sehr schöne CD übrigens. Allerdings, tatsächlich haben sie die geile Rausse von Liedern noch auf der zweiten noch aufgepackt. Die zweite Version davon, das praktisch beides zusammen, misst den Adventure-Soundtrack leider auch nicht komplett, weil etwa noch 30 Lieder nie veröffentlicht worden sind. Das ist immer wieder eine Schmach. Aber richtig geile CDs, mit eigentlich ziemlich auch mit die Liebsten an sich, wenn man sagen muss als Digimon-Fan. Die hier geht richtig ab, hier haben wir so Yamatos Theme auf der Mundharmonika und zwar alle möglichen davon, also Namida Yukoe und Yugole und wie auch immer sie alle heißen. Ich hab's nicht im Kopf und ich kann sie auch nicht lesen, weil wie gesagt, Schriftzeichen. Aber richtig nice CD. Ich kann ja mal bald nochmal so ein bisschen aufmachen. Hier nach treu nach dem Motto von dem zweiten Ending hier bei der unseren CD und hier so treu nach dem Motto, ja, wir haben halt eine CD rausgebracht. ja. Halt CDs. Ich weiß, ich tue es gerade alles so ab, ob es nicht wirklich krass spannend ist, aber es ist irgendwie schwierig, so wirklich was davon zu erzählen. Also, beide sind praktisch erstmal vollgestopft mit den ganzen Character-Themes. Das haben ziemlich alle Digimon-CDs bis Frontier damit gemein. Dass wir erstmal ganz Themes aller Digi-Ritter praktisch alle haben und dann nochmal so ein vereinzelter paar Themes. Ich mag die ganzen vereinzelten Themes sehr viel mehr. Der ersten haben wir übrigens auch das wundervolle Shuri-Zen-Theme und den ganzen Shit. Happy End und sowas mit drauf, also richtig geiler Shit, da war ich in keiner Sammlung wirklich viel und ich bin sehr happy, dass ich die beiden schon hab. Vor allem, weil die beiden, die hatte ich schon länger, ich glaube, die hatte ich auch damals schon in der Manga-Sammlung noch mitgezeigt. Führt uns letztendlich dann schon mal weiter zum Moment, zum O2-Soundtrack, meiner Meinung nach dem wirklich besten Soundtrack aller Zeiten. Also praktisch, Digimon hat ja an sich insgesamt als Kollektiv für mich den besten Soundtrack aller Zeiten. Aber wenn ich mich praktisch an sich entscheiden müsste, so, ach, welchen finde ich denn jetzt am besten nochmal von Digimon, sprich, was sagt denn jetzt, ist jetzt der geilste Soundtrack aller Zeiten, dann ist es O2, speziell dieser CD. Beide sind, O2 hat den Vorteil gegenüber Adventure, dass praktisch, also heißt nicht, dass O2 5000 Mal geiler ist als Adventure. Es ist so ein kleinen Ticken nochmal besser vom Soundtrack her, auch wenn es ist eigentlich beeilend. Ich liebe einfach Takanori Alisawa, weil er so ein geiler Komponist mit so geilen geilen Melodie, genau, das war das Wort. In der Hinsicht feiere ich diesen Typen einfach sehr ab und hier war sozusagen sein Höhepunkt, würde ich sozusagen mal behaupten, auch wenn er sich immer wieder findet. Das Coole am O2 Soundtrack ist, der ist einfach generell so ein bisschen Jazz-lastiger, das mag ich daran sehr. Weil sozusagen der Adventure, jeder Digimon Soundtrack hat so ein eigenes Theme so mit drin. Adventure ist so voll mit Gitarren und ziemlich rockig auch mit dabei, was ziemlich cool klingen kann, aber halt nicht immer so persönlich mein Fall ist, aber es ist halt geil komponiert, deswegen ist halt einfach geile Musik. Und O2 ist halt sehr Jazz-lastig und hat alles so ziemlich angeswingt und sehr viel Saxophon und sowas auch mit dabei oder halt was auch immer die da so genau benutzen. Ein sehr witziges Bild übrigens. Ja, und Tamers zum Beispiel ist recht technisch. Da ist so ein bisschen so etwas atmosphärische Klänge und sowas. Deswegen ist es auch schon mit einer der schwächeren Soundtracks von Digimon, aber immer noch todesgeil, weil da immer noch ziemlich coole Sachen mit dabei sind. Und Fonti ist wiederum sehr so seltsam-mäßig, sage ich mal, angehaucht. So sehr mit halt. Ja, so, da ist so sehr viel Gitarre und sowas mit drin und halt, das merkt man einfach vom Rhythmus her, ich kann es ja schwer sagen. Du kannst auf jeden Fall super zu tanzen zu der Frontier-Musik, aber ich sehe gerade, ich habe gerade alles so toll weggeschmissen. Moment. Bleibt cool. Hier. Ne? Good old
von dir Soundtrack. Kommen wir gleich nochmal zu. Es war total sinnlos. Jedenfalls, aber praktisch, die CD hier, die hat sozusagen als Kollektiv den so einfach mit, die geilsten Tracks einfach mit drauf. Das Schöne an der anderen CD, also hier an der Version 1, ist nochmal, dass sie den Aspekt nochmal, die hat den Soundtrack von Bakuda no Wargame nochmal mit drauf, vom ersten, von dem zweiten Digimon-Film, der auch todesgeil ist und der nie wirklich selber veröffentlicht wurde, der wurde aufgesplittet hat auf die CD hier nochmal, nachdem die praktisch mit ihrem Kram fertig ist, also Charakter, Zwischenthemes, Ende, bla bla, kommt halt der ganze Movie-Soundtrack davon. Und der Rest von Bakuda no Wargame und halt von dem zweiten O2-Film, den haben wir halt hier, was uns gleich zu dem Film praktisch bringt, halt dem hier Diaborumon Strikes Back. Oh, das war bestimmt nicht so viel. Und hier Hurricane Touchdown, beide sehr nice CDs. Die hier hatte ich erst vor kurzem, mit dem Ding hier habe ich meine Sammlung vollendet, sehr, sehr schön. Und die hatte schon etwas länger. Die ist todesgeil, wenn man einfach mal so ein bisschen entspannt Musik hören möchte, weil die hat richtig viele einfach so Gitarrenklänge, ist halt sehr so Westerns-mäßig praktisch, ist halt, spielt ja auch in Amerika der Film, hat halt dann entsprechend daran angepasst, der gute Arisawa Sama hat das ziemlich nice gemacht, kann man auch immer wieder mal gut hören, wenn man einfach mal Bock hat, ein bisschen Musik zu hören, die jetzt praktisch gut mal im Hintergrund ein bisschen laufen kann. Auch wenn hier sehr geile Themes mit dabei sind. Ich möchte das gerade unten links einblenden, was mein Lieblingstheme ist, nämlich Digital, also hier wundervolles. Ah! Okay, ich lasse es da drin, da wird eh nicht viel drauf sein, nur so ein paar Screenshots. Hier die CD hat, die sozusagen den ganzen Kram noch verändert hat von den Filmen, die man bisher noch mitgesehen hat, das war ganz schön. Vor allem mit den ganzen Bolero-Versionen, die man hat ja den Bolero mit auf den Track gepackt, das ist ziemlich cool. Es ist unglaublich schwierig, stundenlang über Soundtracks zu reden, wenn man hier nur so CDs vor sich liegen hat. Egal, aber übrigens, falls es irgendjemand von euch nicht weiß, das hier sind Obis, die hast du irgendwie bei allen Möglichkeiten, gibt's quasi auch bei Mangas, aber du hast die meistens bei CDs, die halt immer hier um den Rand von so einer CD halt praktisch, ist jetzt die falsche, aber egal, ist jetzt hier von dir, die halt da rum sind, die dann im Regal rumstehen. Ziemlich cool, dass es die gibt. Ist natürlich auch so sammlertechnisch immer ganz cool, wenn man die hat. Aber eigentlich todesnervig, weil die immer irgendwo rumfliegen und du die mal extra. Bringt uns von Tamers Soundtrack. Mit der Volume 1 davon. Und ich weiß gerade nicht genau, wie die heißt. Ne? Und halt Version 2. Hat man praktisch den Soundtrack größtenteils. Sehr viele Tracks findet man aber auch nochmal auf Obit jetzt. Hier von Battle of Adventurers und was halt sonst nie mehr verwendet wurde in Digimon, größtenteils von Runaway Locomon, weil der Film spielt ja nach der Serie und hat praktisch deswegen kein, also bei Soundtracks neigen sie häufig dazu, die Musik aus den entsprechenden Filmen auch in der Serie noch mitzuverwenden. Deswegen hat man zum Beispiel unglaublich viele Lieder aus, zum Beispiel das Theme von Die Reaper, die ist das zum Beispiel hier mit drauf. Ganz viele, auch dieses Cheese-Charmon-Theme ist hier auch mit dabei. Halt diese ganzen Tracks, die man sehr vertraut ist durch die Serie, findet man alle halt bei dem Film. Das heißt, selbst wenn jemand jetzt sagt, er hat keinen Bock, die Film-Soundtracks zu sammeln, würde ich ihn sehr empfehlen, die hier noch mitzunehmen, weil die eigentlich wirklich erst die beiden Soundtracks-CDs vollendet und man damit halt wirklich quasi Tamers komplett hat. Wenn man den Film nie gesehen hat, wird man praktisch musiktechnisch auch noch nicht viel vermissen. Hat aber sehr... auch nochmal noch jazziger angemixt, auch sehr mit Klavier und allem, hat auch ein paar schöne mit dabei. Und so dann die typischen Themes aus Thema, so von Renamon und alles, nochmal in einer jazzigen Version umgewandelt. Also in der Hinsicht sehr, sehr nice. Ich weiß, ich habe vorhin was anderes vorgesehen. Naja, das ziemlich coole CDs. Gerade die geht hier besonders ab. Und die war toll, weil sie es nochmal so ein paar dazugebracht hat, die man vorher noch nicht hatte. So sehen die beiden von hinten aus, so sieht die von hinten aus, so sieht die von hinten aus. Sieht natürlich sehr, sehr schön von hinten aus. Ja, das war das zu Tamers. Bringt uns dann zu Frontier. Sehr unterbewertete Staffel an sich, die mag irgendwie kaum irgendein Mensch. Und die paar Leute, die es mögen, die feiern es als den heftigsten Kram aller Zeiten in die Höhe. Ich würde mir so in der Mitte davon einstufen. Aber die Musik von Frontier ist der...
Oh, die ist so heftig. Es ist das Letzte, was wir von Takanori als Haber Digimon-technisch noch bekommen haben. Aber Himmel, oh Gott, hat er sich da nochmal ausgetobt. Also hier ging er echt richtig krass nochmal ab, der Gute. Auch besonders in dem Frontier-Movie davon, aber davon wurde leider nie der Soundtrack veröffentlicht. Deswegen haben wir auch hier wieder dieses elende, ewige Leid, von wegen, dass halt hier wieder die Hälfte des Soundtracks wieder mal fehlt. Aber der Kram, den wir hier mit dabei haben, ist mit das Beste aus ganz Digimon. Ohne Spaß, es ist so ein geiler Scheiß und damit auch mit der beste Kram eigentlich, den man so generell haben kann, wenn man Musik sucht. Also, der ganze Stapel Takanori Alisaba, den ich bisher habe, ich habe leider noch nicht mehr, weil ich noch nicht viel mehr gesehen habe, wo er komponiert hat, zum Beispiel Sailor Moon. Da fehlt mir noch was, muss ich auch nochmal alles nachholen. Eine Sammlung wird noch wachsen und wachsen. Aber mit den paar CDs von gerade eben kann man nichts falsch machen. Geisterscheiß aber kaufen, bestellen, importieren, hören, abfeiern. Früher hat man das ja auch noch als im Internet hören können bei Digimon aus. Der Kanal wird dann mal wieder gelöscht. Das ist eigentlich immer alle Jahre wieder. Dann kommt er wieder und lädt ihn wieder hoch. Jetzt brauche ich ihn nicht mehr, ich habe alle da. Der selber Soundtrack. Ziemlich nicer Kram. Relativ, ich würde mal sagen, halt etwas experimentell für Digimon-Verhältnisse. Die CD hier zum Beispiel. Die klingt so gar nicht nach Digimon eigentlich, ist aber ziemlich nice. Auch wenn auch die nicht wirklich komplett ist. Oho, was sehen meine Augen denn da? Disc 1 und Disc 2. Heftiger Shit von der zweiten Volume von Saber Soundtrack. Ja, tatsächlich sind auf der zweiten Disc, da haben wir nochmal ganz viele Character-Themes mit drauf. Da singt dann Agumon irgendwas zusammen mit Masaru oder Toma singt noch irgendwas und Ikto und Falcomon singen nochmal eine Runde. Banjo Leomon hat ein eigenes Lied, das ist so ganz japanisch angehaucht. Sehr, sehr lustig. Aber ansonsten, das ist praktisch an sich die geilere Hälfte vom Saber Soundtrack als der Kollege hier, also der hier. Trotzdem beide insgesamt immer noch ziemlich nice, wenn auch mit der schwächste Part vom Digimon Soundtrack an sich, würde ich persönlich jetzt behaupten, schieß mich tot, vielleicht gibt es immer Leute, die sich da jetzt beschweren, aber an sich immer noch richtig nicer Kram mit dabei. Wir haben hier ein paar schöne, also ein paar, ich schreibe es da unten hin, es ist halt schwierig jetzt zu sagen, ich habe keinen Bock jetzt jedes Lied hier einzuspielen, ich habe keinen Bock jetzt jedes Lied jetzt hier einzusingen, ergo schreibe es unten einfach hin. Hier haben wir das wundervolle Burst-Mode-Theme mit drauf, allein dafür lohnt sich schon dieses CD. Ich habe ja auch mal in einem Video erwähnt, dass Burst-Mode ist für mich mit der geilste Track aller Zeiten ist, den ich jemals irgendwo gehört habe. Es geht total ab. Wir haben am Anfang diesen ruhigen Anfang, so gesupft von so einer Gitarre und dann wird es immer dramatischer, Geigen kommen mit rein, dann kommt so eine Frau und macht so Opergesang mäßig und es ist todesgeiler Scheiß. Burst-Mode ist auf jeden Fall hier mit dabei, also wer das noch sucht, kann ich nur empfehlen. Die hier geht auch ziemlich ab. Ist aber vielleicht insgesamt eher so ein bisschen ruhiger Okay, anscheinend schaltet sich die Kamera alle paar Minuten aus. Das ist natürlich geiler Kram. Ein Hoch auf meine SD-Karten. Ich habe ja nur viel gekauft. Super. Ja, viel mehr möchte ich da auch hinlassen, glaube ich, gar nicht mehr zu sagen. Ich pack die mal wieder weg. Und wir nähern uns dann dem Finale von der Soundtrack-Sammlung von Digimon mit einen erneuten Höhepunkt von Kosuke Yamashita, oder wie auch immer der nochmal genau hieß. Cross Wars 1, 2 und 3. Hier genannt Music Code, oder das ist ja eigentlich Hunters, da schrecken sich eh mal alle, ne? Ist jetzt. Also ich persönlich würde Hunters als eigene Staffel gelten. Ja? Ja! Jetzt werden alle aufschreien und sagen, Hunters ist doch keine eigene Staffel, ist doch immer noch Cross Wars, gehört auch dazu, ist ja auch hier beim Soundtrack mit dabei. Aber es hat genug eigene Sachen gemacht, dass ich sagen würde, es ist eher eine neue Staffel. Mit die kürzeste dann zwar, mit 24 Folgen, aber mega. Die habe ich am kürzesten erst. Die am längsten, die am zweitlängsten, obwohl ich die immer haben wollte, weil nämlich der Crossforce Soundtrack ist unglaublich episch. Das ist wirklich der Inbegriff von Epicness an sich. Also Crossforce ist ja an sich ziemlich episch gemacht. Aber das Soundtrack untermalt das nochmal wundervoll. Wir haben vielleicht mit das erste Mal bei Digimon ein wirklich riesiges Orchester. Das hört man auch in dem gesamten Ton, weil alles ziemlich aufregend klingt. Das ist natürlich ziemlich cool. Ach, gucke mal, die haben sich richtig was überlegt, wie sie es gemeinsam designen können. Wow. Ja, ich gucke nicht so auf den CDs drauf. In der Regel, ich sammle die Dinger zwar, aber eigentlich lade sie auf dem PC und höre sie dann halt auf dem Handy oder sowas. Die ganzen Obis noch mit dabei. Ja, manche Verkäufer neigen dazu, die hier drinnen ranzupappen. Andere wiederum pappen sie halt außen auf die CD.
Wieder andere, einen hatte ich mal, der hat die auf die CD raufgeklebt. Das war eigentlich ziemlich cool, kommen wir auch noch zu. Ja, auf jeden Fall hier Music Code Nummer 1. Mit eigentlich allem Möglichen, was man so als Cross-Wars-Fan an Musik haben möchte. Da vermisst man eigentlich nicht wirklich viel. Merkt dann bei der CD hier aber, was einem wirklich noch gefehlt hat. Und wie gesagt, es ist halt selbst Cross-Wars, also hier Hunters im Endeffekt, obwohl ich Hunters immer nicht mag, der Soundtrack ist geil. Der Soundtrack ist richtig geil von Hunters. Halt einfach, weil es ist episch gemacht, du hast immer ein riesiges Orchester und untypisch für Digimon-Verhältnisse, abgesehen noch von Tamers, hat Crossforce ja dieses eigene Main-Theme noch mit dabei. Dieses ne, ich verstehe schon, was ich meine. Ich weiß, ich singe und singe, alle hören sich die Ohren zu, aber mir egal, ich wollte es gerade sagen. Das haben wir hier auf den beiden, eigentlich auf allen CDs, immer wieder mit verbreitet, mit dabei. Und ist alleine schon ein Kaufgrund wert für diese CDs, weil ich liebe dieses Main-Theme. Ich übe es auch gerade auf der Violine, aber ich komme nicht wirklich gut voran dabei. Ich brauche Unterricht. Und entsprechend, ja, also ziemlich cool. Alle möglichen Versionen mit dabei, ob jetzt Prolog oder ob jetzt Trailer-Version oder traurig mit Klavier. Und was weiß ich nicht, also so richtig cool. Richtig episch, geiles Orchester. Nur halt die ganzen dramatischen Lieder sind dramatisch. Aber manche von denen sind halt auch so ein bisschen nicht so erinnerungswürdig. Deswegen nicht der geilste Scheiß von Digimon. Aber mit der geilste Scheiß von Digimon. Haben wir sonst noch ein paar vereinzelte Digimon-CDs? Was wir gerade bei Cross-Wars waren zum Beispiel noch hier Vocal Code. Die ganzen Songs, die da mit dabei waren, also Cross-Wars wie The Guardian, Blue Flare und das Theme von Cross 5 und We Are Crossheart, auch in der Cinema, also in der Version Cross 7, ich weiß gerade nicht genau. Jedenfalls unglaublich geile Lieder. Richtig rockig nochmal mit der Geisterscheiß, den Koji Wada eigentlich jemals gemacht hat. Und in der Hinsicht auch schon mal. Also wirklich, ist Cross Wars, zumindest für die Ohren, auf jeden Fall eigentlich mit die beste Digimon-Staffel. Nicht die beste, aber mit die beste. Es ist so abgefahren. Und genau diese CD praktisch ist auch der Grund, weshalb ich mir Fusion nicht unbedingt geben möchte, was wir hier in Deutschland jetzt bekommen haben. Aber jetzt ist gut, ich meine, ist schon wieder lange her. Gibt's ja auch schon wieder recht lange, aber es ist halt. Crossforce hat so einen nicen Soundtrack, so geile Melodien und unglaublich epische Songs, die gut und gerne alle eigentlich so deine Lieblingslieder ausmachen könnten. Aber bei Fusion haben sie einfach irgendeinen Army-Soundtrack runtergepackt. Und das ist eigentlich das, was ich am schlimmsten davon finde. Ja, die Synchro von Fusion ist Dreck. Ja, aber ich könnte mich damit anfreunden, wenn ich diese Musik mit dabei hätte. Die ist aber nicht dabei, ergo bin ich schlecht gelaunt und sag nee. Und abschließend zu Crossforce noch die CD hier, Single von Sona Pocket, halt mit dem Opening-Theme von ihr Never Give Up, in verschiedenen Versionen von denen, habe ich mal geschenkt bekommen. Ist ganz nett, halt für die Sammlung, wieso nicht. Und wir sind auch bald durch mit Digimon. Haben wir hier noch eine CD, die ich auch mal geschenkt bekommen habe, mit ein paar Character-Themes von halt von Zhen Lang und Teriamon. Die ist eigentlich ziemlich cool. Ich mag vor allem dieses Lied Mirai, das geht ziemlich ab. Das ist eigentlich auch eins meiner Lieblingslieder an sich, in der Hinsicht eine coole CD. Auch wenn halt praktisch, es gibt ja 500.000 von diesen CDs, halt mit jeder Digi-Ritter bis wahrscheinlich auch noch Frontier, haben sie alle, jeder mindestens einzeln jeweils eine CD. Alle gleich aufgebaut mit 3-4 Songs, auch noch eins irgendwie mit dem, also immer eins mit dem vom Digi-Ritter selbst praktisch, eins vom Digimon-Partner und eins mit beiden zusammen. Und davon gibt es so viele, wo ich, also vielleicht hole ich mir die irgendwann mal so sammlungstechnisch, aber an sich habe ich da kein Interesse dran. Ich sage, hey, ich habe jetzt Digimon fertig gesammelt, ich bin happy, mir geht's gut. Und dann hat sich das, aber die Lieder sind nicht schlecht, so ist es nicht. Ich versuche einen Moment. Ach so, da ist noch irgend so ein Flyer-Gedings mit drin. Na gut, na gut, na gut. Ja, jedenfalls, das war das. Und dann haben wir noch den, halt die Lieder vom Digimon der Film. Also halt mit All My Best Friends and Metalheads und The Impression That I've Get und was weiß ich nicht alles. Hat die ganzen Lieder, die halt in diesem Film genau liefen. Das ist eine spaßige Sache. Ich find's witzig, dass sie für diesen Film
so richtig irgendwie halbwegs schlechte, aber irgendwie halbwegs gute Bilder selbst gezeichnet haben, die ja eigentlich originaltechnisch gar nicht mit dabei sind. Gerade, man guckt euch Koshiro an, der ist so. Das ist witzig. Aber ich mag die CD tatsächlich. Ich mag tatsächlich auch sehr den Digimon der Film-Soundtrack, der aber nie auf CD veröffentlicht wurde. Aber einer hat sich mal im Internet, hat sich mal den Komponisten von dem Soundtrack geschnappt und den mal angefragt und dann konnte er dessen Tracks hochladen. Das ist ziemlich geil. Also, wenn ihr, den benutze ich ja selber auch immer ziemlich häufig, da habe ich ihn jetzt wahrscheinlich auch gerade hier laufen, weil einfach geiler Soundtrack. Ich mag den sehr, auch wenn das ziemlich verhasst ist unter Digimon-Fans und ich kann es auch verstehen, aber ich fand, der war eigentlich immer ganz cool, weil einfach so im Sinne von, naja. Ich fand's damals halt cool, weil ich damals als Kind gar nicht wusste, dass Digimon der Film praktisch gar nicht sowas Offizielles praktisch ist, sondern es ist einfach nur so ein Ami-Verschnitt von den ersten drei Filmen halt. Deswegen dachte ich als Kind mal so, wow, die haben hier so voll den neuen Musikstyle in die Musik reingebracht, extra für diesen Film. Ich fand es eigentlich immer ziemlich cool, deswegen mag ich die Musik auch sehr. Aber ich kann natürlich verstehen, dass man halt sich eher drüber aufregt. Ich würde mich auch jetzt noch drüber aufregen, ich will die Filme auch so mal haben. Und das letzte bisschen Digimon-Musik, das wir hier noch haben, oh, hier ist doch ein Obi von, ich weiß es nicht, ratet ihr es? Ach, diese neue Digimon-CD, die ich glaube 2014 oder sowas, so in einem Jubiläum rauskam, mit den ganzen Liedern, die halt in den Filmen noch laufen, die wieder halt, also die ganzen Versionen von halt Butterfly, Evo, Shinka und Slash und Braveheart und was weiß ich nicht alles. Die ganzen Ending-Themes, hier aufgeteilt in zwei Discs. Hier ist Disc 2 und hier haben wir nochmal Disc 1. Ziemlich geile CD, ist auch cool die ganzen ja so da zu haben, aber wenn man natürlich die Soundtracks alle einzeln so sammelt, hat man auch dann so eigentlich alle mit dabei, aber hier in der Vollversion. Deswegen, cooles Ding. Kann ich nur mal empfehlen. Und das war's mit Digimon. Kommen wir zu Dragon Ball. Mehr habe ich nicht. Schade, weil Dragon Ball hat eigentlich einen ziemlich coolen Soundtrack. Ein, wie ich finde, immer eigentlich ziemlich schlechtes Orchester. Oder zumindest immer ziemlich komisch eingespielt. Das klingt so. Ich meine, klar, Dragon Ball und Dragon Ball Z sind alt. Ja, aber auch nicht so alt, dass die Musik klingen muss wie aus dem Schuhkarton. Das finde ich mal so ein bisschen schade. Aber trotzdem hat Dragon Ball Z noch Dragon Ball einen ziemlich coolen Soundtrack, den ich mir unbedingt nochmal kaufen muss, aber gerade bei Dragon Ball Z ist es ziemlich schwierig, durch die Logik der CDs durchzusteigen. Ja, das ist nochmal ein anderes leidiges Thema in Bezug auf CDs, dass du einfach bei vielen gar nicht genau durchsteckst, weil dann gibt es halt, wie gesagt, irgendwelche Collections von CDs, es gibt irgendwelche Best-ofs von CDs und irgendwo versteckt gibt es dann irgendwie so drei Volumes vom Soundtrack, die ich halt immer haben möchte. Und bist du bei manchen CDs, steht da was drauf? Ach, guck mal, es ist eine. Das ist ja witzig. Da hat irgendwann bei einem Gewinnspiel sowas mitgemacht worden. Da steht da genau. Das ist ja witzig. Nee, da hat jemand so ein Dragon Ball Magazin abonniert. Das ist cool, wenn du den Kram natürlich gebraucht hast. Muss ich jetzt den Namen. Muss ich das jetzt pixeln, der arme Typ? Wie hieß der nochmal? Naja, auf jeden Fall. Wo war ich gerade? Genau, es ist irgendwie schwierig, bei den CDs von Dragon Ball durchzusteigen, welche ich da jetzt genau brauche, weil es gibt 50.000 verschiedene CDs. Einige von denen haben ja nur Character-Songs mit drauf, einige sind irgendwie zusammengefasst, andere kriegt man gar nicht mehr. Es gibt eine auf Amazon, wo sie da alle auf so einem schwarzen Bild so ganz cool stehen. Ich glaube so Best Collection oder sowas, die kostet 30 Euro, soll sehr viel hier mit dabei haben. Ich glaube, die bestelle ich mir bald mal. Aber das ist dann, glaube ich, noch nicht dann alles. Ich würde schon auch gerne noch ein bisschen mehr haben. Also falls irgendjemand von euch genau Bescheid weiß, wäre ganz cool, wenn ihr mir das sagen könntet, weil ich hätte gerne den Dragon Ball Soundtrack hier, weil der fehlt mir nämlich, weil ich habe halt nur diese eine CD, halt, um jetzt zu der endlich mal zu kommen, halt diese deutsche offizielle Soundtrack zu TV-Serie-CD mit den Titelsongs, mit Schala Heschala und mit, ja. Das war's, glaube ich, eigentlich auch schon mit den Liedern, die halt wirklich in der Serie vorkamen. Der Rest ist halt einfach dazu gedichtet, in der Hinsicht jetzt nicht so der Geisterscheiß, aber einige davon sind richtig gut. Insbesondere Müde. Ich liebe dieses Lied. Ich weiß, es kam, glaube ich, nicht in der Serie vor. Es ist dazu gedichtet und ich mag die Dinger eigentlich immer nicht, weil ich nicht weiß, warum sie die mit draufpacken. Aber Müde ist so ein tolles Lied. Es ist irgendwie, ich würde sagen, es ist in meiner Top 10 meiner absoluten Lieblingslieder. Richtig cool. Hiermit. Da war noch ein anderes cooles mit dabei.
Die Ruhe vor dem Sturm, das geht auch nochmal ziemlich ab. Aber ansonsten fehlt ja wieder die Hälfte. Es gibt aber, das ist noch nicht schlimm, weil es gibt ja noch eine CD davon. Ich glaube, da ist der Rest damit drauf. Ansonsten schuster ich mir den Kram da eigentlich immer selber. Das war's zu Dragon Ball. Kommen wir zu Fullmetal Alchemist. Bevor irgendjemand was fragt, ich hab's nicht gesehen. Ich hab's auch noch nicht gelesen, ich hab's aber vor. Aber ich hab die Musik hier. Das ist eine CD mit den, also von der ersten Säge, nicht von Brotherhood. Mit den Opening-Themes und den Ending-Themes. Ich feiere Todes, das erste Opening-Theme. Und das hier, Ready Steady Go, ist auch ziemlich geil. Das ist ein Basier, die ich sehr mag, deswegen hat mir meine Mutter mal diese CD hier geschenkt. Sehr nices Geschenk, sehr cooles CD mit echt coolen Liedern, muss ich sagen. Also ich habe schon Bock, Fullmetal Alchemist zu gucken. Ich kann jetzt aber nicht wirklich viel zum eigentlichen Soundtrack von Fullmetal Alchemist sagen. Einfach weil ich die Serie nicht gesehen habe. Ich habe die CD davon auch nicht hier, deswegen ja. Aber hier ist der Typ, von dem ich meinte, wo der Verkäufer lustig war und dachte, hey, ich klebe das Obi an die Höhle mit dran, wie man hier sieht. Und ich muss sagen, das ist eine ziemlich geile Idee. Der fokussiert gerade gar nicht mehr richtig. Moment. Ja, das ist der Spaß, wenn man selber fokussieren muss. Also ich finde, das ist eine ziemlich geile Sache, weil dann klebt es immer nicht mehr irgendwo rum. Du hast es trotzdem, du kannst trotzdem sagen, ey, ich habe ein Obi drauf und nicht, warte mal, ah, stimmt, da drin ist es, sondern nee, ich habe sie mit drauf, alles cool. Das hat mich jetzt gerade enttäuscht, dachte, wäre ein gutes. Ich weiß nicht mehr, was da genau steht, da war CB. Egal, auf jeden Fall, coole CD. Kann man mal kaufen. Ist jetzt nicht schlimm. Kommen wir zum nächsten Punkt. Godeutsch, Fullmoon vs. Sagashite. Auch einer meiner Lieblingsanimes mit dabei und auch einer meiner Lieblingsmangas, falls ich mal noch an dieses uralte Urgestein von Video auf meinem Kanal erinnert. Mit unglaublich tollen Liedern. Der Soundtrack an sich ist ziemlich nice. Deswegen habe ich den auch komplett hier. Mehr CDs davon gibt's nicht. Halt die zweite Volume. Und die erste Volume. Alles ganz hübsch gemacht. Ist halt auch. Ich weiß gerade gar nicht genau, wer das Ding komponiert hat. Aber er hat dabei sehr gute Arbeit geleistet, gerade vor allem die ganzen ruhigeren Lieder, die sind richtig schön gemacht. Also die ganzen, immer wenn der Soundtrack sehr ruhig ist, geht er richtig ab. Er hat aber leider auch so ein paar, also ab und an gerät der Soundtrack mal so, hat er so ein paar anstrengende Lieder mit dabei. Wo dann irgendwie so, die sind total hektisch und bla bla und das mag ich immer nicht so. Das mindert immer so ein bisschen den Genuss daran. Trotzdem zwei sehr coole CDs, die ich sehr gerne da habe, weil es halt auch eine komplette Sammlung ist. Der nicere Part davon auf jeden Fall diese CD hier. Da haben wir zum anderen haben wieder auch Taktus-Theme, glaube ich, mit drauf. Oder war das hier? Ich bin mir gerade unsicher. Takto, ziemlich geiler Typ. Wir haben Isomis Theme mit da drauf. Das ist so mein Lieblingstrack, glaube ich, mit dabei. Und wir haben Eternal Snow. Ziemlich das schönste Liebeslied, das ich jemals hören durfte, mit einer der schönsten Melodien, die ich in einem Song jemals hören durfte und auch mit in meiner Top 10 Lieder aller Zeiten, die ich jetzt nicht hochgeladen habe. Ich habe auch nicht vor, die, glaube ich, hochzuladen, weil Urheberrechte und so, aber so für mich persönlich praktisch. Das heißt, man kann über den Anime selbst sagen, was man will. Er hatte ganz viele Filler mit dabei und was weiß ich nicht, alles sieht sich ein Weilchen, ist auch nicht so. Aber die Musik und die Lieder, weil es ja auch um Lieder geht, ne? Gehen auf jeden Fall richtig ab. Da haben die sehr gute Arbeit geleistet. Richtig nice Musik. Und ja, das war's zu Fullmoon. Ich trinke kurz einen Schluck und dann bin ich wieder für euch da. So. Dann als nächstes. Bevor jetzt irgendjemand aufschreit, ja, ich weiß, das ist kein Anime, das ist ein Videospiel. Ich glaube, PS Vita oder so, ja. Gravity Days. Also known as Gravity Rush oder Gravity Days oder so. Ich weiß jetzt gar nicht genau. Also man merkt schon, ich habe das Spiel nicht gespielt. Ich habe die entsprechende Hardware dafür nicht. Kam jetzt, glaube ich, auch für PS4 rauf. Ich habe es damals in der Review von Tom von Hooked gesehen. Das ist ja deren Kanal, war ja mal bei Giga und alles. Und da habe ich das gehört und dachte, was ist das für ein unglaublich geiler Soundtrack. Der geht echt richtig gut ab. Und da dachte ich mir, hey komm, du bist Soundtrack-Sammler. Also zumindest schimpfst du dich Soundtrack-Sammler. Nimmst du dir das Ding einfach mal mit, bestellst du das mal, ist auch gar nicht so teuer, hat zwei Discs mit drin, ziemlich viele Titel, einen sehr eigenen Stil, ist von dem Komponisten, der auch One Piece komponiert hat, also ziemlich nice Musik, geht ziemlich ab, besonders das, hier dieses eine Lied, Moment, wie heißt es genau,
Also es gibt so einen Song, der damit drauf ist, der von so einer Frau gesungen wird. Der geht ziemlich ab. Und das Main-Team geht auch so das ab. Also, wenn ich mal... oh Gott, Panik, Panik! Das war jetzt nicht so geplant. Ich brauche zwei Hände. Oh Gott, Panik! Ah! Die soll doch nicht so stehen, die CD. Geh da raus, bevor du kaputt gehst. Panik. Das ist nicht cool, sowas hier. Das Video mal alles kaputt. Also, Main Theme ist auch echt ziemlich nice. Und wenn ich mal irgendwann an eine PS4 kommen sollte oder an eine PS Vita oder was weiß ich, dann werde ich mir dieses Spiel hier anschaffen und das zocken. Weil die Musik schon mal ist todes geil, aber ich habe halt keine großartige Bindung zu der Musik, weil halt, naja, ich habe es halt nicht gespielt. Ergo habe ich keine Bindung dazu. Wo ich eine Bindung zu habe, ist das hier. Zu Hima Sokoni Ido Boku, also known as Now and Then, Here and There. Unglaublich toller Anime. Mit einem unglaublich geilen Soundtrack von dem guten Tago Iwasaki. Der ist, glaube ich, recht bekannt. Hat auch den Soundtrack zu den ganzen Kenshin OVAs gemacht. Also geht ziemlich ab. Der Witz ist, du hörst genau raus, dass es von den Kenshin-Komponisten ist. Du hörst es genau raus. Das klingt wirklich fast genau. Ich glaube, er hat das hier sogar noch vorher gemacht oder kurz nach Tsuyoken. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber sehr nice Musik. Kann man auf jeden Fall sehr gut hören. Leider sind gerade die spaßigeren Themes, die man noch aus der ersten Folge von dem Ding hier gekannt hat, die sind leider nicht auf der CD mit drauf. Als ob es mich verwundert hätte, natürlich ist da nie irgendwas mit drauf davon. Aber ansonsten, ziemlich gute CD, ist leider ziemlich teuer. Aber die geht für gutes Geld weg, ist aber sehr cool aufgemacht. Man sieht zwar fast nichts, aber es ist so rostfarben. Spielt ja auch in so einer Postapokalypse, das Ding ist auf jeden Fall... Richtig geiler Anime, noch richtig schön mit Sales animiert, kann ich nur jedem wärmstens empfehlen. Und ich mag das Booklet, das hat so ein, das lässt sich richtig gut an, so ein richtig schönes, mattes Papier, also highly recommended hier. Now and Then, Here and There, nicer Soundtrack. Ist jetzt nicht so krass spaßig, wenn man es so, also es hat nicht so den krassen Wiedererkennungswert, finde ich jetzt persönlich. Also man kann es gerne hören, es macht auch Spaß und wenn man es öfter guckt hat, dann, also man erkennt ein paar Lieder wieder, aber auch ein paar, die dudeln eher so rum. Aber sie klingen alle sehr schwer mit so mit Orchester und ganz viel bla bla und so, also es klingt alles ziemlich nice, das ist halt schwer, das jetzt so beschreiben, so auf dem Stegreif. Aber ziemlich coole Idee, haben wir sicher, wenn wir vorhin in der Sammlung haben. Und weil ich ja auch sehr gerne durch die Gegend reise, wie ich ja schon angeteasert habe häufig, kann man sehr gut unterwegs hören, eben weil es eben so ruhig ist, so wenn man damit mal so nachts übers Feld wandert, sehr schön dafür. Kann ich nur mal empfehlen. Und zum nächsten Punkt. Inuyasha. Wo ich auch nicht viel von habe, aber wo ich noch sehr viel mehr von brauche. Ich habe halt die beiden CDs hier. Das hier ist, komme ich gleich zu. Erstmal, das hier ist die zweite Volume vom Soundtrack. Mir fehlt die erste Volume noch. Ja, die brauche ich auch unbedingt, weil Inuyasha hat einen unglaublich guten Soundtrack. Hier sind leider die eher nicht so krass gern wieder mit dabei. Also praktisch. Inuyasha ist immer dann toll, wenn die Lieder witzig werden oder wenn die Lieder gefühlvoll werden. Am besten ist natürlich immer noch, ja Gott, ich weiß es, Futari no Kimochi. Das ist hier auch in einer bestimmten Version mit drauf. Das ist ja so praktisch das romantische Main-Theme von Inuyasha. Und, oh, das geht richtig ab. Richtig tolles Lied, also immer, wenn es sozusagen traurig wird oder auch so ein bisschen dramatisch, richtig toll. Hier auf der CD hier sind aber leider halt auch ziemlich viele praktisch irgendwie der Bösewicht kommt und wir müssen ein bisschen Stimmung aufbauen, Lieder. Und die sind halt so ein bisschen, die machen nicht so krass Spaß zu hören, die mögen in der Serie selbst, ui, cool. Das ist ein cooles Bild. Also die mögen in der Serie passen, ist auch alles ganz cool, aber die sind jetzt halt nicht so spaßig zum Hören. Deswegen ist hier die spätere Hälfte der CD sehr viel spannender. Ach, Kuke, oh, hat das irgendjemand. Das war nicht ich habe die gebraucht gekauft. So weit kommt es noch, dass man hier... Ich habe so gerade eine CD fast zerstört, aber ich würde doch nicht meine Sammlung hier... Nee, das hat auch keiner gesehen. Oder habe ich die überhaupt gebraucht gekauft? Ich weiß es nicht, so lange habe ich die noch nicht. Aber ja, sind wir richtig nice CD. Ich brauche unbedingt noch den ersten Soundtrack, also halt diese CD hier, die brauche ich unbedingt noch. Die will ich auch noch, nämlich der Soundtrack vom ersten Film. Der geht auch richtig ab, vor allem, weil da eine besonders tolle Version vom Main-Theme mit drauf ist. Also Inuyasha...
hat ja auch sehr viele orientalische Klänge und sowas mit drin. Klingt recht asiatisch, hat so alte Instrumente und alles. Hat aber auch unglaublich tolle Melodien und ist generell auch richtig dramatisch, wenn er dramatisch sein will. Also richtig toll. Toller Soundtrack. Und kommen wir zu der CD hier. Wind Symphonic Theme Collection ist praktisch eine orchestrale Remix sozusagen, wo sie mit Orchester die ganzen Opening- und Ending-Themes nachgespielt haben von dem Original, also ist nicht von Kanketsu hin. Ist auch ziemlich schick, schnieke aufgebaut hier mit Hin und Herrscher, hier spiegeltechnisch, bla bla. Also da haben wir halt die ganzen Openings, so Shank the World und I Am und wie sie alle heißen. Alle hier mit drauf, halt in Orchester. Ist ziemlich cool. Ich wünschte, ich hätte mir das Konzert mal anhören können. Ich hätte nicht einfach nur die CD, sondern ich wäre da vor Ort gewesen. Sowas wie beim Vader-Konzert hier mal in Berlin. Aber so ist auf jeden Fall auch ziemlich cool. Auch wenn ich schon eher mich persönlich auf den Soundtrack mehr stürzen würde. Hier ist halt, ich wüsste so gerne, was da steht, wenn da so irgendwelche Musiker da über ihren Kram reden. Das muss richtig spannend sein, aber ich kann nichts davon lesen. Sowas ist ärgerlich. Weil man würde es bestimmt gerne lesen. Ich meine, wer weiß, was die alle schreiben. Es gibt manchmal bei manchen englischen CDs, da schreiben die richtig interessanten Kram nochmal für die Lieder. Das würde man manchmal echt gerne mal erfahren. Ich habe hier wieder irgendwas kaputt gemacht. Ich habe nichts kaputt gemacht. Ich meine, ich gehe gut mit meinem Kram um. Meine ist ja mein Allerheiligtum von Sammlung hier. Das ist ja, es liegt doch gar nicht gerade auf dem Boden rum. Nee, ich sitze doch nicht gerade wie der letzte Horst hier auf dem Boden rum. Nee. Alles hat hier seine Ordnung. Oh, und der Stab hier daneben, der kippt auch nicht gleich fast um. Nee. Auf jeden Fall, Inuyasha, ich brauche noch ganz viele CDs davon, weil richtig fetter Soundtrack. Führt uns zum nächsten kleinen Kollegen, was wahrscheinlich die wenigsten kennen könnten. Ach Gott, wie hieß das nochmal? Wie rum war es nochmal? War es jetzt Kasemakase Tsukikagelan? Nee, ich glaube, es war Tsukikagelan Kasemakase. Habe ich mal ganz zufällig auf Kiss Anime als Empfehlung irgendwo gesehen und dachte, oh, das sieht spaßig aus, guck sie das mal an. Und ist seitdem einer meiner absoluten Lieblingsanimes, um so viel schon mal vorwegzunehmen. Und hat einen unglaublich nice Soundtrack. Also wirklich unglaublich geil, weil sie haben praktisch bei dem Soundtrack hier, haben sie die einfache Schiene gefahren, von wegen, wir komponieren nicht 5000 verschiedene Stücke, sondern wir haben ein ziemlich cooles Opening und das bauen wir einfach in den kompletten Soundtrack mit ein. Und das war von denen tatsächlich eine ziemlich geile Idee, weil dadurch macht der Soundtrack von vorne bis hinten total viel Spaß. Und ist wunderbar, wenn du durch die Gegend wanderst, wenn man den dabei hören möchte, ist das wunderbar. Also richtig nice gemacht, richtig geiler Soundtrack. Macht von vorn bis hinten Bock. Man hört selten so viele Versionen ein und derselben Liedes, aber es wird eigentlich nicht wirklich langweilig. Und immer wenn das mal so zufällig irgendwo läuft, schaltet man auf jeden Fall ungern weg. Und was noch ganz spannend ist, ich weiß, es hat gerade nichts damit zu tun, weil es ist keine CD, aber ich habe, wo ist es jetzt? Ich habe einen Animation Cell von Tim Anime, weil ich den so abfeiere und es in Deutschland davon aber nichts gibt, außer halt, dass man irgendwas importiert. Und es gibt irgendwelche überteuerten DVDs davon. Aber hey, habe ich hier in meiner schnicken Abiturhülle, weil ich gerade nichts anderes dafür habe, ein Animation Cell von halt von der Protagonistin ran. Es ist so fett, wenn man sowas hat. Habe ich für die Animationsdruck gekauft, die ich mal machen wollte. Oder mal machen möchte. Es ist so geil, wenn man sowas mal hier hat. Ich zeig's einfach jetzt, weil hey, es bietet sich gerade an. Haben wir hier vorne halt die Folie, ne? Und dahinter, das, ich glaube, es nennt sich hier wie dieses Pokémon, hier wie Gott, wie Gengar. Genau. Wenn sie hier so die grobe Vorskizze sozusagen zeigen, sind sie, glaube ich, Gengar. Und das ist dann die Zelda. So, es ist so cool, wenn man sowas mal besitzt. Also, es mag auch gerade cool hier im Video aussehen, wenn man das so vor sich hat. Es sieht so unglaublich cool aus. Also, mit eins der geilsten Sachen in meiner Sammlung. Vielleicht mal für einige Schätze, wenn es das mal wieder geben sollte. Dachte ich mal, zeige ich mal, wenn ich gerade mal dabei bin. Ist auch übrigens, ich bin ja eh so, ich liebe Cells. Also die guten alten Animations-Cells, die gehen so ab, ich liebe diese Dinge. Und gerade wenn man so eine Cell auch zu Hause hat, so ein Frame aus einem Anime, dann weiß man diese Dinger noch mehr zu schätzen. Also von mir aus kann digitale Animation in der Hölle schmoren und sie können wieder auf Cells zurückgreifen. Das mag jetzt ziemlich
energisch klingen und ist jetzt auch nicht ganz nett. Also ich meine, klar, digitale Animation ist schon ziemlich nice und sieht auch echt geil aus und ist meistens auch besser, so rein von der Flüssigkeit her und was so alles passiert. Aber so, es gibt doch nichts darüber, wie als wenn sie einfach auf richtig schönen Folien noch richtig schön mit Pinsel und Farbe zeichnen. Da geht eigentlich nichts drüber. Es sieht einfach, es hat so einen ganz eigenen Stil. Es sieht einfach wunderschön aus. Ich mag das einfach. Licht aus. Ha! Hat keiner bemerkt. Kommen wir zum nächsten. Hoi! Hoi, hoi, hoi. Ich hab's gerade gar nicht erkannt. Da nähern wir uns auch schon dem nächsten wichtigen Punkt in der Sammlung, nämlich Kaon! 1. 2. 2,5. Und 5. Ja. Der Kaon-Soundtrack. Ich hab ihn auch endlich komplett. Also Sammlung, das sieht man hier gerade gar nicht wegen Licht und so. Halt der Soundtrack der ersten Staffel, die beiden Hälften von der zweiten Staffel, deswegen meine ich gerade 2,5. Und der Film, auch ziemlich geil, ich liebe diesen Film. Und musste auf jeden Fall sein. Vor allem ist bei den Kaon-CDs, die erkennt man von außen so schön. Die haben so, die sind so Kaffeefarben, so wie man sie bei. Also nicht ganz, aber es wirkt auf mich immer so, man. Und vor allem, weil sie halt keine Schriftzeichen nehmen, kann man die so immer ganz gut im Regal erkennen. Also auf jeden Fall, Kaon Soundtrack hat manchmal so ein paar abgedrehte Lieder, die ich so ein bisschen doof finde, weil die halt einfach, die sind so, also mir persönlich immer so ein Ticken too much, weil da halt einfach irgendwie die ganze Zeit, also ein paar sind halt einfach total verrückt und ein paar sind mir ein bisschen zu rockig. Aber der Kaon Soundtrack, immer wenn er mal ein bisschen ruhiger wird, sich ein bisschen spannt, dann geht er richtig ab. Und der letzte Höhepunkt bildet die zweite Hälfte von der zweiten Staffel. Da haben wir so richtig schöne alte Dinger so mit bei, die so richtig ruhig sind, die man so auch im Winter immer toll hören kann, wie auch hier auf dem Bild, passt immer ganz gut. Also richtig schönes CD. Richtig nice Soundtrack, ich mag den Kaon Soundtrack sehr. Ich mag auch die Lieder an sich sehr, auch wenn sie nicht meinen Geschmack genau sind, aber sie sind einfach ganz gut von der Melodie her. Und der gute alte Film. Ich liebe diesen Film. Ich habe ihn so oft geguckt, weil ich damals noch nicht die Schläge an sich hatte, aber ich hatte den immer geguckt, weil ich halt Kaon so mag. Auch einer meiner Lieblingsanimes, deswegen feiere ich diesen Film sehr, habe auch den Soundtrack deswegen sehr, 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 sehr gerne. Ziemlich cool gemacht. Ich habe davon auch noch einen Morse-Score irgendwo, was ich noch aufhängen muss. Oh nein, der Akku beschwert sich. Egal, das kriegen wir hier jetzt noch durch. Also zumindest das bisschen, wenn ich den gleich umtauschen kann. Ja, also Kaon, ziemlich cool gemacht von Hajime Hiyakoku, dürfte es glaube ich sein. Immer wenn es ruhig ist, ziemlich cool gemacht. Immer sehr so mit so Xylophon und so ein Shit. Oder halt auch recht technisch. Aber klingt eigentlich soweit immer ziemlich nice. Ich bin sehr happy, dass ich diese Sammlung komplett habe, weil, ja, es hat gern so in meiner Sammlung mit dabei. Gefällt mir. Thumbs up für den Kaon Soundtrack. Ja, nicht perfekt. Wie gesagt, so ein paar sind mir irgendwie mal zu verrückt, zu abgedreht oder zu was auch immer, aber im Großen und Ganzen ist das ziemlich nicer Kram mit dabei. Ich weiß, meine Aussage hat nicht wirklich viel mehr Inhalt, denn ist das jetzt wohl gerade der Punkt für mich, um den Akku auszutauschen. Also bis gleich. So, der Turm kippt hier fast um, aber er wird weiter aufgestockt mit dem Soundtrack vom letzten Einhorn. Ja, es ist nur so semi ein Anime, weil es glaube ich eine russische Produktion auch mit ist. Aber halt auch mitgewirkt von Studio Topcraft, was wir ja vorhin schon hatten, die auch Barberpapa gemacht haben und aus denen später Studio Ghibli wurde. Also, Anime, mir egal. Das letzte Einhorn, wundervoller Soundtrack, natürlich vor allem dieses Main-Theme hier, The Last Unicorn. Ist natürlich immer, also, ich muss sagen, der Soundtrack selbst, also die inneren Melodien vom letzten Einhorn, die sind eigentlich nicht so der krasse Banner. Die machen Spaß, wenn man gerade den Film guckt, aber sind jetzt nicht so das herausstechende Merkmal. Das herausstechende Merkmal, was ist das für ein Witz von einem Booklet? Das ist ja mal, was ist das? Da hat man mal eine englische CD und dann machen die beim nächsten mit raus. Ich bin enttäuscht. Nee, eine deutsche CD sogar. Das Compact Disc Digital, wow. Ich bin, wow. Das ist großartige Schreibe. Jedenfalls, also das Herausstechende am letzten Einhorn-Soundtrack sind praktisch eigentlich eher die ganzen Lieder hier von der Band America. Die sind ja, oder sind die alle von America? Keine Ahnung. Das Witzige, ich habe den Film letztens nochmal nachgeholt. Der Film ist eigentlich aufgebaut wie ein Musical. Eigentlich. Weil im Deutschen haben sie einfach die Musical-Szenen, die Englischen da drin gelassen und einfach Deutsch rübergeredet, als wäre es ein Gedicht. Das ist geiler Scheiß, das müssten wir mitbekommen. Das heißt, eigentlich schade. Hallo OJ.
Auf meine Karte einfach mitten ist, bitte stopp. Ihr sollt ihr mal die Tür öffnen, dass er hier wieder rauskommt. Mach's gut, Deutsche. Tschüss. Also, wo war ich gerade? Zumindest auf jeden Fall. Ja, also der Film ist eigentlich eher so eine Art wie so ein Musical aufgehoben mit ganz vielen ziemlich coolen Liedern. Hier eigentlich etwa bis hier, würde ich mal sagen. Sind so ziemlich schöne Songs mit dabei, die du aber in Deutschland kaum mitbekommst, weil sie einfach im Hintergrund dudeln und irgendwann da so ein Gedicht drüber redet. Ist ziemlich, ja. Aber sehr schöne Lieder, ziemlich depressiv, aber toller Film, tolle Musik. Auf jeden Fall ein Must-Have für eine Anime-Sammlung oder eigentlich oder für eine Soundtrack-Sammlung. Eigentlich beides. Ja, ist beides ziemlich nice. Kommen wir zum nächsten Ding. Wieder von Good Old Chaco Iwasaki. Hier, oh, hier ist gerade das Obi runtergefallen. Magic Kaito Kid 1412. Ziemlich cooler Anime und ziemlich coole Musik. Auch wenn die CD ähnliche Kinderkrankheiten hat wie manche andere CDs, so im Sinne von. Also ab und zu finde ich, ist auch die Musik ziemlich abgedreht und mir ein bisschen zu hibbelig. Aber die CD hat 6 Lieder mit dabei. Ne? 6 Lieder mit dabei, die unglaublich abgibt. Also besonders hier die letzten beiden sind richtig cool. Gut, wir haben dieses Main-Theme, das ist auch ganz witzig. Message from the Past ist ziemlich geil. Gentleman Thief, das war ja auch irgendwo noch hier, das geht auch richtig ab. Und dann zwischendrin noch irgendeins, also die sind im Gegensatz zu den Rest richtig schön mit Orchester eingespielt, richtig schöne Melodien, die nehmen sich alle Zeit, die sie irgendwie brauchen. Und das war auch so der Kaufgrund für diese CD. Geht also in der Hinsicht richtig ab. Gehört ja irgendwo auch zum Conan-Franchise. Ich hätte es auch schon längst zeigen können, aber es ist halt so ein eigener Kaito-Kid-Anime. Ist halt praktisch dann was Eigenes, deswegen haben wir es jetzt erst hier. Aber insofern, ziemlich nice Musik. Leider nicht perfekt, weil halt eigentlich nur 6 Lieder halt wirklich geil sind aus meiner Sicht. Der Rest ist eigentlich ziemlich, ja, bestenfalls ganz nett, schlimmstenfalls letzter Murks. Aber der Rest geht eigentlich ziemlich ab. Oh, da kommt der Vater wieder rein, kann sich nicht entscheiden. Hallo OJ, diesmal haben wir dich mit drauf. Und der Bottle, oh mein Gott! Nee, du setzt dich jetzt nicht darauf, OJ. Ich würde ja jetzt gerne die Kamera raufhalten, aber... Na komm. Hup, 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 hup. Ja, da ist eine Kamera. Ist der nicht süß? Dieser Felsklotz aus Fell und Haaren, den man gerade nicht wirklich sieht. Weil ich nicht weiter rauszoomen kann mit der Kamera, aber die ist hier gerade so verankert, ich will die jetzt eigentlich nicht wirklich bewegen. Na komm, OJ. Da liegt er. Komm, ein bisschen bewegen können wir das Ding. Boah, Steadicam-Wusch hier. Gut, habe den OJ mit dir drin, ist mir auch egal. Machen wir weiter mit Naruto-Musik. Hier Naruto in Rock. Der Soundtrack von Naruto Shippuden. Der Soundtrack von Mochu Ninja. Und der Soundtrack von, hier, Rock Lee, der auch noch quasi mit dazu gehört. Was ist das hier? Also, fangen wir der Reihenfolge nach an. Das war so ziemlich mit die erste Soundtrack-CD, die ich jemals irgendwo besessen hatte. Die geht eigentlich auch ziemlich ab. Ist aber kein Soundtrack, sondern einfach die ganzen einzelnen Intro- und Outro-Themes halt von Naruto Classic, wie es auch manche nennen. Halt in so einer Rock-Version und sowas. Und die kennt ihr wahrscheinlich, weil ich die eigentlich in fast allen Projekten meines Kanals immer wieder eingebaut habe, weil ich dazu dachte, oh, hier, die kannst du vielleicht mal übergangsfrei verwenden. Die jucken ja niemanden. Hey Mensch, ist doch eigentlich alles ganz spaßig. Oh, wie cool. Entsprechend ziemlich nice CD. Habe ich eine sehr enge Bindung mit zu, auch wenn es sehr viel geilere CDs gibt als diese hier. Aber man kann sie sehr gut verwenden. Ergo ist sie ganz spaßig. Ja, da liegt er. Führt uns zum nächsten Ding. Naruto hat generell einen ziemlich nice Soundtrack. Gerade Shippuden geht ziemlich ab. Da habe ich diese CD hier. Die habe ich auch früher mal, vielleicht hat es irgendeiner von euch noch in Erinnerung. Ich habe mal, das war hier, glaube ich, dann so mit einer der ersten richtigen Soundtrack-CDs, die ich damals vor Ewigkeiten mal bekommen hatte. Und die fand ich so cool, dass ich damals mal angefangen habe, jeden Track in einzelnen kleinen AMVs hochzuladen. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr in der Zeit dabei wart und euch da noch dran erinnern kann, weil ich habe die waren, glaube ich, nur eine Woche online, da haben sie wieder löschen müssen bei Urheberrechte und sowas. Aber sie waren mal kurz da, also... Es war eine lustige Zeit, ich habe sehr viele
schöne Erinnerung. Ich finde es immer geil, es ist immer selten bei CDs, zumindest bei denen, die ich bisher hatte. Wenn es einen Schuber drum gibt, sowas ist fett, da haben wir dann sowas hier mit Schuber, bla bla. Und dann haben wir hier die CD, vorne mit Naruto, hinten mit Sasuke. Ist natürlich, geht schon ziemlich ab, also ziemlich coole CD, das Shippuden Soundtrack auch sehr. Die haben ja, glaube ich, bewusst das Ganze sehr japanisch gestattet, dass es halt sozusagen auch irgendwie westliche Leute abholt. Dass sie ja sagen, oh cool, hier ist so eine japanische Serie. Ganz viele Bären aus dem Anime noch mit raus. Das ist natürlich eine ganz coole Sache. Haben sie auch ganz gut hinbekommen. Und sind auch an sich ziemlich nice Melodien. Ich brauche auf jeden Fall noch die anderen beiden Volumes davon. Aber mit der hier ist man schon ganz gut bedient, weil da ist eigentlich ziemlich viel Kram, die man so in der Serie hört, mit dabei. Und ich habe auch Shippuden gar nicht zu Ende geguckt. Das heißt im Endeffekt, ja, so, mein Gott, so, da ist jetzt so... Oh nein! Nein! Wobei doch, warte mal, ist gar nicht so schlimm, wenn es... Mir ist gerade aufgefallen, das Kabel vom Mikrofon war die ganze Zeit gar nicht drin. Aber ich glaube, ich hatte nochmal Glück gehabt und hat den Kram noch mit aufgenommen. Jetzt dürfte das Sound wieder normal sein. Tut mir leid, dass er gerade schlecht war. Ich könnte jetzt normal aufnehmen, aber ich habe ehrlich gesagt keinen Bock. Das macht Oce übrigens öfter, der liegt immer gerne so rum. Wie so ein Hase. Ne, Oce? Bist du ein Hase? Ja, tut mir leid, dass der Sound lange ein bisschen doof war. Irgendwie ist beim Umjustieren wegen des Akkus und sowas, ist, glaube ich, das Kabel vom Mikrofon rausgerutscht. Ich habe ja hier diese brenzlige Kameraeinstellung davon. Ist ein bisschen schade, aber na, was soll man machen? Ich hoffe, er hat es noch mit aufgenommen. Ich habe keinen Bock, nochmal alles von vorne einzuquatschen. Widmen wir uns zum nächsten Kram hier. Road to Ninja, der 5. Shippuden-Film. Dessen Main-Film ich so mag, dass ich halt mir deswegen den Soundtrack davon gekauft habe. Ich brauche auch noch den Soundtrack von, hier, The Lost Tower, den will ich noch haben, weil hier ist eine Film ganz cool ist. Und halt von The Last, den brauche ich auch noch unbedingt, weil der hatte auch einen geilen Soundtrack. Vor allem, weil sie da das coole Naruto-Main-Theme nochmal cool mit umgeändert haben, in einer richtig schönen neuen Version. Aber hier, ich mag den Film sehr, ist vielleicht auch mit einem meiner liebsten Naruto-Filme. Auch wenn manche den nicht mögen, ist mir eigentlich ziemlich egal. Und der Soundtrack ist ziemlich nice, halt besonders so ein paar lustige Themes, die gehen ziemlich ab. Was kriegt das Obi denn nicht? War alles vorher richtig drin? Das ist mir jetzt gerade irgendwie zu viel für mein... Gut, ich lasse halt das. Mir egal. So, hier lebt damit. Mir egal. Auf jeden Fall ziemlich coole CD. Die haben dieses eine Main-Theme, das ist, hat so ein paar kleine... Hat nicht viele Töne, wird aber in dem ganzen Soundtrack, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, 20 Mal wiederholt auf der ganzen CD. In der Hinsicht hat man da eine große Bindung zu, ist eigentlich ganz cool gemacht. Und das führt uns dann letztendlich hier zu der CD hier. So, hier praktisch vom diesen Rock Lee-Anime. Ich habe ja auch den Manga dazu reviewed. Und genau für diese Manga-Review habe ich mir nämlich überhaupt erst diese CD gekauft. Weil ich habe ja bei den Manga-Reviews habe ich immer ganz gerne im Intro so, was man sozusagen sagt, hey, hier, praktisch so, also, dass man so für die Anmoderation halt das Opening-Theme halt so verwendet in der Karaoke-Version, um so ein bisschen Leute drauf einzustimmen und hey, wieso denn nicht, was spricht dagegen? Aber der Punkt ist, ich habe halt von Rock Lee halt nie dieses Opening-Theme in der Karaoke-Version gefunden, deswegen habe ich mir diese CD hier extra gekauft. Ich habe die da vergessen, weil der Behind-the-Scenes-Version so erwähnen. Ist hier aber ganz cool gemacht, ist auch mit Animetal USA. Ist auch so ein eigenes Ding. Und halt Good Old Hironobu Kageyama, den wir auch von Dragon Ball Z kennen. Ist der Dragon Ball Z-Typ. Ist der Dragon Ball, oder wie auch immer er manchmal genannt wird. Geile Stimme. Ich brauche nochmal eine CD von Jam Project, die gehen auch immer viel zu sehr ab. Dürfte viel durch One Punch Man bekannt sein. Auf jeden Fall ein ziemlich cooles Opening-Theme, in ganz vielen Versionen, in der Hinsicht eine schöne CD, aber eigentlich brauchte ich sie nicht wirklich, sondern nur halt für diese Review, aber ist an sich ein cooles Lied, habe ich auch sehr gerne. Also, wieso nicht? Das war das zu Naruto. Ne? Also, insgesamt ein nicer Soundtrack. Ich habe leider gar keine CD so wirklich von Naruto Classic, bis auf dieses Naruto in Rock, aber ich denke, damit lässt sich leben. Leben ist hart. Führt uns zum nächsten Ding. Oh, das ist ein bisschen eingestoppt. Ach,
Noalu oder Noir oder Noir oder N-O-I-R oder wie auch immer man das nennen soll. Ich weiß es nicht. Ich habe es nach 2 Folgen abgebrochen, weil es mir irgendwann zu doof wurde. Aber an sich sieht der Anime toll aus und hat einen richtig tollen Soundtrack. So toll, dass ich praktisch das Ding abgebrochen habe, aber mir trotzdem den Soundtrack gegönnt habe. Gerade das Canta per Me ist natürlich das Main-Theme praktisch und es geht tolles ab. Oh, ich liebe dieses Lied. Richtig toll. Auch das Opening-Theme ist toll. Und deswegen ziemlich nice Soundtrack von Yuki Kaijura, die halt hier auch zurzeit sehr viel aktuellen Kram macht und eigentlich von aller Welt abgefeiert wird. Ich weiß nicht, ob das jetzt zusammenhängt, aber ja. Gibt noch ein paar mehr Volumes von. Ich glaube noch 1 oder 2. Die ist dann entsprechend blau, die zweite. Die ist ja rot. Aber ich glaube nicht, dass ich mir die auch noch kaufe, weil, keine Ahnung, also da sind geile Lieder mit dabei. Mir fehlt aber die Bindung zum Anime, als dass ich den Rest so richtig krass abfeiern kann. Das heißt, ich höre die CD tatsächlich immer ziemlich selten. Ist zwar ein geiler Soundtrack, so an sich objektiv betrachtet ist es gute Musik, aber es ist halt auch recht dissonant, ist auch so ein bisschen verspielt, etwas experimentell und insgesamt dann doch nicht so meins, aber meins genug, als dass ich es mir halt extra gekauft habe. Deswegen ist es ziemlich cool. Wie gesagt, also so zur Bindung ist halt auch immer so eine Sache, ne? Also, ne? Ich habe immer ganz gerne eine Bindung zu den Soundtracks, die ich habe. Deswegen habe ich eigentlich größtenteils die meisten Sachen, wo ich halt Soundtracks von habe, oder wo ich sage, oh, ich brauche noch 50.000 CDs davon, sind halt auch Sachen, die ich halt auch selber eigentlich sehr mag. Deswegen sammelt man ja Soundtracks. Ich sammle ja nicht den Soundtrack von Sachen, die ich nie gesehen habe, außer halt bei Ausnahmen, man sagt, oh, das ist so geil, ich brauche diesen Soundtrack. Weil einfach, ja, man hat gerne eine Bindung dazu, weil das macht so meistens Musik nochmal 5000 Mal geiler, wenn du halt wirklich sagst, ey, ich habe da eine Bindung zu, das ist cool, das geht ab. Das habe ich mir ganz gerne, das habe ich hier leider nicht, das spürt man leider auch immer so ein bisschen, aber mein Gott, trotzdem ein nice CD. Also ich kann verstehen, wenn Leute sagen, das ist der geilste Scheiß ever. Ich kann es sehr gut nachvollziehen. Sehr geile Musik, nur halt an sich viel Kram dabei, den ich halt nicht so krass feierlich finde, weil so ein paar... Es macht halt nicht so krass Spaß, den Kram zu hören, wie man halt verdient. Aber ich will gar nicht drauf rumhalten, also Noir, wie auch immer, nicer Soundtrack. Das führt uns zum nächsten Ding, ich würde sie jetzt ausbreiten, ich will nicht alles hier auf den armen OJ rauflegen, deswegen Pokémon! Ja, da habe ich, glaube ich, 5000 CDs. Hier einmal dieses, haben wir, ich schnapp sie dir alle CD. Einmal auf, ach, guck mal, ich habe die, zweimal. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Ich weiß, ich habe die zweimal, aber ne, ich check schon gar nicht mehr durch, sind ja immer diese ganzen deutschen CDs hier schon so kaputt geliebt aus der Kindheit, dass der Deckel der CD-Hülle fehlt und das Booklet halt durchgefranst, weil natürlich geiler Scheiß, da waren natürlich die ganzen Texte mit drin und ein Poster, meine Güte, ein Poster, wie geil ist das? Das war früher noch cool, ne, vorhin bei den letzten Einhorn, da haben wir gar nichts im Booklet und hier hatten wir ein Poster mit dabei. Boah, wie cool. Ja, ist halt... Waren immer coole Lieder in der amerikanischen Pokémon-Version. Also mag man auf jeden Fall. Habe ich auch gerne in der Sammlung mit dabei. Sind auch schön Lieder vor allem. Mit dabei vor allem in der Dunkelheit der Nacht. Ein unglaublich schönes Liebeslied. Auch mit in meiner Top 10. Segen, ich frage mich jetzt gerade nur, was bist du? Ich weiß, ich habe nochmal dieselbe CD auf Englisch. Aber warum? Ah doch, hier, siehst du. Hier sind Lieder auf Englisch und da sind sie auf Deutsch. Also da steht es auf Deutsch. Das ist die englische CD in der deutschen Hülle. Okay. Warum? Weiß ich nicht, aber es ist cool. Vor allem, weil manche auf Englisch echt besser sind als die deutschen. Aber hey, dann davon noch mehr. Hier nochmal weitere Lieder, also halt weitere Songs, die man halt auch noch von früher noch kennt. Hier inklusive... Ach, da ist... Oh, warte mal, das öffnen wir jetzt. Da ist auch ein Poster mit dabei. Freunde, gebt euch den Scheiß hier. Ich mach's auf. Oh, hoho, Mensch. Oh, das sind irgendwie nicht wirklich viele Pokémon. Ich hätte es gedacht, das ist der ganze Johto-Dex, aber das ist nicht der ganze Johto-Dex. Ich bin enttäuscht. Was, ich meine, was ist das? Da fehlt da die Hälfte. Da fehlt nicht mal die Hälfte, da fehlen, was ich viele. Wie viele sind hier? Aber hey, da ist ein Poster mit dabei, also immerhin. Das finde ich die Idee ganz witzig. Aber auf jeden Fall auch nice Lieder. Ich glaube, zu den Liedern muss ich nicht mehr viel sagen. Ich meine, jeder kennt die ganzen Pokémon-Lieder von damals. Die halt auch immer in dieser Pikachu-Jukebox da ab und an liefen. Die hast du halt hier alle mit drauf. Und die hast du halt jetzt immer den Rest davon, dass ich nicht immer verwirrt bin bei den CDs. Und die hast du halt weiterhin
Hier hast du, glaube ich, auch noch ein paar davon noch mit drauf. Dem Soundtrack, wenn man so will, vom dritten Pokémon-Film. Aber eigentlich hast du, glaube ich, größtenteils Lieder. Wieso nicht? Also berichtige mich, wenn ich falsch liege. Ich habe jetzt halt auch manchmal die Sachen nicht hier. Ich habe sie auch nicht so krass häufig gehört. Aber hey, komm, wieso nicht? Pokémon geht eigentlich immer ziemlich ab. So sehr ab, dass ich natürlich diese Idee jetzt haben möchte. Das ist der langweilige Part. Der führt uns dann jetzt mal weiter zu den Soundtracks. Der Soundtrack vom ersten Film. Hier haben wir erstmal noch ein paar Songs. Genau, das war die CD. Der Soundtrack vom ersten Film ist nämlich die CD hier. Oh, entschuldige. Ja, hier sind CDs. Also hier haben wir den Soundtrack vom ersten Film. Also nicht den japanischen, sondern den amerikanischen Soundtrack. Der aber eigentlich ziemlich abgeht. Ich feiere den eigentlich ziemlich. Hat auch ein geiles Main-Theme, also richtig geiles CD. Also richtig cool gemacht. Kennt man wahrscheinlich auch noch, aber... Ich kann es ja schon mal vorweg sagen. Pokémon hat, es sollte es irgendwen überraschen, einen unglaublich geilen Soundtrack. Auch so... Ja, spielt eigentlich schon so mit in einer Liga mit dem Kram, den ich bisher so ziemlich angehimmelt habe. Also Pokémon geht ziemlich ab. Ziemlich geiler Scheiß. Kann man auf jeden Fall mal hören. Gerade hier der erste Film geht ziemlich ab. Was ich noch mehr abfeier, ist natürlich der zweite Film. Den habe ich natürlich auch hier. Der geht noch mehr ab. Hier die Macht des einzelnen Pokémon 2000. Mit Bonustitel Pokémon-Welt. Na, auch hier fehlen wieder ziemlich viele Lieder mit dabei. Aber natürlich feiert die ganze Welt und auch ich diesen Film-Soundtrack für hier, Gott. Das Lied des Wächters, The Guardian Song, Lugias Main Theme, tolle Melodie, tolles Lied, kann man wunderbar beim Meer hören. Auch richtig dramatische Dinger mit dabei, die ich sehr mag. Ich blende es gerade ein, welches ich besonders abfeiere. Richtig geiler Soundtrack, habe ich gerne mit dabei. Gibt's da auch ein Poster? Jetzt bin ich angefixt. Ich weiß, es steht nicht drauf, aber nein. Es gibt keinen Soundtrack. Wäre auch so schön gewesen. Schade, 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 schade. Aber gut. Kann man nichts machen. Dann haben wir, wo wir gerade bei Filmen sind, noch einen Soundtrack von einem japanischen Soundtrack. Von dem 10. Pokémon-Film. Der geht auch todesab. Der Kaufgrund ist erstmal, ich gehe erstmal darauf ein, es gibt einen Schuber, der Gold glänzt. Und da drin ist dann die eigentliche CD. Das ist natürlich ziemlich abgefahren. 10th Music Collection Pokémon. Ziemlich ab. Ziemlich geiler Schuber mit Darkrai, Palkia, die Eiger, ziemlich, ziemlich cool. Und da haben wir hier so ein Booklet, das nicht der Rede wert ist, weil man es halt nicht lesen kann, weil halt, ne, bla bla. Wir haben, ich weiß gerade nicht mehr, was genau was war. Ich meine hier. Hier, das ist eine extra DVD, wo sie aus ein bisherigen Film, es war ja hier das 10. Jubiläum praktisch, so ein paar Szenen mit auf so einem DVD mit draufgepackt haben auf jeden Fall. Ganz schön, dass sie das getan haben. Ist halt so eine Special Limited Edition. Ich weiß es nicht, ist mir auch egal. Aber halt, in erster Linie geht es natürlich um die CD selbst. Ziemlich cool gemacht, ziemlich edel, ziemlich so golden und so alles. Ich krieg's grad nicht raus. Ne, nettes Artwork dahinter. Wieso nicht? Gibt's ja auch was hinter? Ja, ein bisschen. Ne, da sieht man es nochmal hier mit Lugia und mit Mewtwo und mit Entei. Hat die ganze Reihenfolge alles durch. Hier gerade übrigens, ich kann ja gerade schon mal sagen, soundtracktechnisch, Ich suche schon seit Ewigkeiten nach dem Soundtrack vom 5. Kinofilm von Pokémon Heroes. Ich suche den seit Ewigkeiten, aber ich finde ihn nicht. Wenn den irgendjemand irgendwo findet oder hat und er will ihn verkaufen, schreibt mich an. Ich brauche diesen Soundtrack, der ist so cool. Gerade wegen dieses Main-Films halt in diesen... spielt er auch in Venedig und alles und klingt halt auch so ein bisschen so, wie man sich Venedig musiktechnisch vorstellen würde. Aber das hier war der Soundtrack vom 10. Film. Und der geht cooles ab. Also echt richtig cooler Soundtrack, gerade wegen Darkrai's Main Theme. Ne, guter Darkrai hier. Das ist so der Shit, also Darkrai nur Shirt zu gönnen oder sowas. Ist so der Shit, weshalb ich diesen Soundtrack unbedingt haben wollte. Weil das ist echt ein richtig fettes Lied. Richtig dramatisch, richtig schön. Lautsprecher hochdrehen bis sonst was und dann gibt ihr den Scheiß, weil es geht so ab. Deswegen auf jeden Fall hierbei... Insgesamt machen die Pokémon-Film-Soundtracks immer nicht ganz so viel Spaß manchmal, weil die halt doch so ein bisschen... Also manchmal finde ich dudeln die so ein bisschen vor sich hin. Aber im Großen und Ganzen gehen die eigentlich schon ziemlich ab. Also kann man auf jeden Fall sehr gut hören. Ich trinke nochmal kurz einen Schluck. Ich kriege mir hier den Mund fusselig.
Irgendwann kann ich auch nicht mehr. Ich glaube, ihr merkt auch so ein bisschen so meine Stimme. War schon mal deutlicher. Und wir haben hier noch einen ganzen Stapel vor uns noch liegen. Wir sind noch lange nicht durch. Es ist... Ach nein. Ach, mache ich später. Auf jeden Fall ziemlich cooles CD. Gerade wie gesagt. Und der Punkt, also... Manchmal macht man das ja so, dass man sich so eine CD kauft wegen eines einzigen Liedes. Habe ich schon ab und an gemacht. Kommt auch immer mal wieder häufiger vor. Ist aber eigentlich schade drum, weil du halt nur ein Lied dann wirklich hörst. Das ist also so der Punkt, wo ich sage, hier mache ich eine Ausnahme. Weil halt auch ansonsten noch drumherum haben sie halt versucht, so ein bisschen aus dem Pearl-Soundtrack, oder ich habe halt damals Pearl gespielt, deswegen Pearl, Diamond and Pearl, okay, meinetwegen, den Soundtrack halt so ein bisschen nochmal in orchestraler Version nochmal umzusetzen. Das ist ihnen auch echt gut gelungen, in der Hinsicht ist es sozusagen so eine Art Extra-Regelung, ist der eigentlich gerade im Fokus. Jetzt war es gerade auch, ich weiß es gerade nicht mehr. Ja, das führt uns dann zu dem Soundtrack von den Serien selbst. Da gibt es bestimmt 5000 CDs. Ich habe die hier und die hier. Erstmal die hier. TV Anime Pocket Monsters Original Soundtrack bis 1997 bis 2010. Das dürfte, wenn ich mich gerade nicht täusche, die erste CD davon sein. Die andere ist die zweite, steht auch ganz kurz die zweite drauf. Also ich lege richtig. Hier haben sie halt den Fokus, also ist halt der Soundtrack vom Anime. Und hier halt die ganzen Videospiele-Themes in der Anime-Fassung. Also der Shit, wenn du sozusagen, habe ich auch einen Kumpel mal geschenkt, der so, oder halt die Lieder mal rübergebrannt, auf den PC gezogen, der sozusagen halt Spiele auch mag, aber den Anime ist nicht wirklich abfeiert. Weil einfach, wenn man den Soundtrack von den ganzen Editionen halt abfeiert, dann ist das eigentlich einfach praktisch geile Remixes davon. Also warum nicht? Hier haben wir die ersten beiden, also halt Kanto, Yoto und den ganzen Shit. Und hier halt Höhen und Sinnoh. Geht ziemlich ab, halt besonders wegen Kanto. Blau und Rot hat eh nach wie vor mit den geilsten Soundtrack aller Seiten. Und in der Hinsicht geht das ziemlich ab. Tolle Melodien, toll umgesetzt, tolles Orchester. Richtig cool. Und richtig fettes CD, also... Die hat ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Also wenn ihr mal irgendwo seid, also... Hier sind hier sind tausende Lieder mit drauf und kosten irgendwie, kriegst du für 20 Euro. Aber also wenn du wirklich einfach nur viel geile Musik haben möchtest, zugreifen. Da hast du, weiß ich wie viel. Und dann haben wir hier die zweite CD, wieder im Schuber. Special, 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 special. Moment. Ne? Special, 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 special. Hui, mit Satoshi, als mit Ash. Wie auch immer. Ja, ich bin da doch eher... Scheiß Kamera. Ja, also mit Ash vorne drauf. Die zweite Soundtrack-CD. Wie man an Ash sich wahrscheinlich schon denken kann und weil ich es vorhin auch angeteasert hatte, ist die CD eher vollgestopft mit dem ganzen Kram, also mit den Themes, die sie halt wirklich für den Anime nochmal geschrieben haben, die halt praktisch keine Remixes aus den Videospielen sind. In der Hinsicht aber auch ziemlich cool. Nicht so, ich habe an viele gar keine Erinnerung mehr, aber gerade auf dieser CD hier haben wir mit den absolut fettesten Kram, die man sich nur vorstellen kann. Allen voran natürlich Tears After the Cloudy Weather. Ich liebe dieses Lied. Es ist so toll. Es ist so toll emotional. Es geht so ab. Jede Szene im Anime, als dieses Lied lief. Oh, es ist so toll. Ich liebe dieses Lied. Es hat einen tollen Aufbau. Es fängt so ganz ruhig an. So halt wirklich halt. Es versucht so ein bisschen den Regen zu imitieren mit so kleinen Klavierklängen, alles ganz ruhig und dann wird es dramatischer, die Streicher setzen ein und boah, ich liebe dieses Lied. Es geht so ab, allein dafür hat sich eigentlich die ganze CD schon gelohnt. Ich glaube, eigentlich, wie auch bei anderen CDs, habe ich auch allein dafür die ganze CD eigentlich gekauft. Einfach nur für Tears After the Cloudy Weather, aber es hat sich so gelohnt, ich höre dieses Lied so gerne und so oft. So fett. Also ich sage ja manchmal... Manchmal lohnt es sich sehr, sich eine ganze CD zu kaufen, wegen eines einzigen Liedes. So kann man eigentlich gerne mal machen. Das ist jetzt echt nicht so irgendwas, man sagt, ja, das ist ja alles schrecklich, das ist ja alles doof, und ich kriege jetzt nicht mehr zusammen. Sondern macht mal ab und an, mache ich tatsächlich auch häufig, aber gerade bei so einem Ding hier lohnt es sich todes. Also Thumbs up für den Pokémon Soundtrack, ich brauche noch ziemlich viele von dem Film, aber ich glaube, von der Serie habe ich erstmal an sich genug mit dabei. Ich weiß auch gar nicht jetzt um die einzelnen Volumes des Soundtracks, aber ich glaube, ich bin mit dieser
Best-of-Collection bis 2010 eigentlich soweit ganz gut bedient. Mehr habe ich eh noch nicht gesehen, auch wenn ja XYZ ziemlich abgefeiert wird, noch ziemlich episches, was ich bisher gesehen habe. Und Sun and Moon bisher nicht so abgefeiert wird, aber von Leuten, die es wirklich gesehen haben, die halt dann doch die Qualität anerkennen können, in der Hinsicht also wieso nicht? Ja. Last but not least von Pokémon, wieder geschummelt, ein Videospiel-Soundtrack oder ein Videospiel-Soundtrack-Veröffentlichungs-Mash-Up zwischen Pokémon Stadium und einem meiner Lieblingsspiele Pokémon Snap. Halt, der Soundtrack, beides zusammen. Er hat da irgendwie mal so abwechselnd zusammengebaut. Ich weiß nicht, warum sie das getan haben. Das ist ein bisschen schade manchmal, aber hey. Beide Spiele gehen ziemlich ab, besonders Pokémon Snap hat einen unglaublich geilen Soundtrack. Halt, das ganze Theme von wegen, oh, wir erkunden Pokémon und so, einfach in einem Soundtrack vereint. Tolle Melodien, toll umgesetzt. Und hier haben wir halt das japanische Cover von Pokémon Stadium, was man auch als Pokémon Stadium 0 kennt. Und Pokémon Snap. Aber weil Pokémon Snap geiler ist, mache ich das da draußen. Yeah! Also, sehr nice CD. Ich weiß, es ist kein wirklicher Anime, es ist eher ein Videospiel, aber mein Gott, es passt mit dazu. Hast keinen Bock mehr, OJ? Jo, dann mach's gut. Schön, dass du da warst. Dann baue ich mal die Kamera wieder zurück, ne, dass wir wieder die seriöse Einstellung wieder zurückgewinnen. Bup, bup, bup. Bup, bup, bup. Da ist er weg. So schnell wie er gekommen ist, ist er auch schon gut. Ja. Also, das war das zu Pokémon. Wir sind aber noch nicht durch. Ein bisschen habe ich noch. Und eigentlich habe ich noch ziemlich viel. Ist halt eine ganze Sammlung. Ich frage mich, ob überhaupt noch irgendjemand zuhört. Und die Kamera hat gerade irgend so ein Thermometer aufblinken lassen. Sie ist aber nicht warm. Also ein bisschen, aber nicht wirklich, dass es schlimm wäre. Na, mal gucken. Wahrscheinlich explodiert sie gleich. Aber solange können wir noch reden über... Halbwegs geschummelt, aber eigentlich nicht, weil ist ja ein Anime. Professor Layton und die ewige Diva. Der Sound weg. Ich brauche noch die andere CD davon, da wo halt die hier ihre Songs zum Besten gibt. Die brauche ich noch, die muss ich nochmal irgendwo raussuchen. Aber richtig fett. Also wenn man Professor Layton Musik abfeiert, selbst wenn man den Film nicht gesehen hat, kaufen. Richtig geil mit dabei, vor allem so das Main-Theme haben sie ja umgesetzt, das Puzzle-Theme haben sie das umgesetzt. Dann dieses von diesem Turm aus... das geheimnisvolle Dorf, das ist auch richtig fett geworden. Richtig cool umgesetzt, also. Ich liebe den Professor Layton Soundtrack. Und ich liebe diesen Film. Ergo war es das einzig Logische, sich diese CD zu kaufen. Also, ich bereue es nicht, es war einfach nur logisch, das zu tun. Und ich meine, wieso nicht? Kann noch ein bisschen ranzoomen, bin so weit weg. Ne, kann ich nicht. Okay. Leben wir damit? Deswegen auf jeden Fall, ich finde es schade, dass sie nicht noch mehr Animes zu Professor Layton gemacht haben. Es wurde in dem Making-of haben sie sich eigentlich nicht dagegen ausgesprochen. Aber inzwischen haben wir jetzt auch Lady Layton. Entsprechend denke ich mir, ja gut, wird wahrscheinlich nicht mehr allzu viel dazu kommen. Aber das, was wir zumindest bekommen haben, ist top-notch. Also, highly recommended. Geiler Scheiß. Professor Layton Soundtrack. Sie haben auch ein ziemlich nices Main-Theme noch mit eingebaut. Das Theme von The Skull geht auch ziemlich ab. Das gab es so bestimmt auch in den Spielen. Ich habe aber nicht alle gespielt, deswegen kenne ich das nur aus dem Film. Aber geht ziemlich ab. Halt auch die ganzen Lieder, die sie halt für den Film gemacht haben, sind auch alle ziemlich schön. Also, wenn man den Film nicht gesehen hat und man Layton mag, nachholen, Film gucken und dann Soundtrack kaufen. Wenn man den Film nicht gesehen hat, nicht gucken will, aber Layton Soundtrack an sich mag, trotzdem Soundtrack kaufen, weil lohnt sich, weil nice Musik. So, was haben wir hier jetzt noch? Der Sturm. Oh, hoho, Moment, hoho, Moment, hoho, Moment, 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 Moment. Wir haben hier eine größere Sammlung. Jumper. Oben Doku, habe ich auch mal ein Video zu gemacht. Sprich, wir sind bei Ranma 1,5 angekommen. Wir sind schon bei R, meine Lieben. Es geht voran, aber es kommt noch ein bisschen was. Also haben wir die Doku Second und wir haben die Doku First. Wir haben Ranma 1,5 Hot Song Contest. Wir haben die beiden Movie Soundtracks und die zwei Volumes von der Serie. Ich glaube, es gibt noch ganz viel. Also ich kann leider noch nicht, also an sich
habe ich praktisch die wichtigen Volumes, die ich sozusagen wirklich brauche von Ranma. Aber ich kann auch nicht behaupten, dass ich die ganze Sammlung schon wirklich komplett fertig habe, weil es gibt noch ein paar, muss ich auch nochmal durchdenken. Es ist auch bei Ranma etwas kompliziert, weil sie ganz viele einzelne kleine Kollektionen noch gemacht haben, die man erstmal finden muss und dann noch durchsteigen muss. Es ist immer etwas kompliziert gemacht, aber gut, im Großen und Ganzen eigentlich ziemlich nice Soundtrack. Wir können uns ja den Ganzen nochmal einzeln widmen. Gute Neuigkeiten, ich habe herausgefunden, woran die Erhitzung der Kamera lag. Es war nicht die Kamera, es war die SD-Karte. Also ausgetauscht und weiter geht's. Widmen wir uns dem Ranma-Soundtrack on Detail. Hier der Soundtrack, die erste Volume von Soundtrack und die zweite Volume. Ziemlich unterschätzt in meinen Augen. Ranma hat einen ziemlich nice Soundtrack. Man könnte es vermeiden, der ist ziemlich abgedreht, was mir eigentlich nicht gefällt. Aber Ranma hat es geschafft, dass der Soundtrack einfach abgedreht chaotisch ist. Und das ist gut, weil er macht Spaß, er ist witzig. Es ist immer cool, wenn du ein irrwitziges, beklopptes Lied hast, bei dem du tatsächlich lachen musst. Und das hat Ranma geschafft. Ich liebe Ranma, Ranma ist toll. Ne, Ranma ist witzig und genau das ist auch der Soundtrack. Wobei, der Soundtrack ist ja vieles. Ich meine, es gibt auch viele schöne, ruhige, romantische Lieder mit dabei, sowas wie Kasumi to Tofu-Sensei oder sowas. Sowas ist auch mit dabei, halt einfach recht ruhige Dinger, die eine schöne Melodie mit drin haben oder so. Da punktet Ranma auch auf jeden Fall sehr, aber ja, das war witzig, ja, das war eine geile Folge. Aber halt vor allem die witzigen Dinger sind einfach witzig. Und wenn witzige Dinger witzig sind und nicht einfach nur nerven, dann ist das immer eine coole Sache. In der Hinsicht Ranma, ziemlich nice Soundtrack. Auch Yogas Theme geht auch richtig ab, also richtig nice Dinger mit dabei. Yogas Theme ist hier auf der CD mit drauf, falls es irgendwen interessiert. Falls überhaupt noch irgendjemand gerade noch da ist. Ich meine, zwischendrin war der Sound quasi weg. Wir reden hier schon seit zwei Stunden oder sowas. Also ob mich bisher noch irgendjemand hört. Ich meine, hey Mensch, ich bin wieder aktiv, ich habe hier ein Video hochgehauen, aber Gott, Himmel, es muss stinklangweilig sein, aber mir egal, ich habe meinen Spaß. Ich meine, ich rede über Soundtrack, ich rede über Melodien, die ich feiere, über Musik, die ich mag, das ist natürlich immer eine spaßige Sache. Ja, also halt deswegen Ranma Soundtrack, witzige Sache. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht, ob ich halt alles habe oder nicht. Ich würde an sich behaupten, ja, aber ich weiß, es sind noch ein paar, deswegen, ja. Aber zumindest sind es halt die einzigen richtigen Volumes, die es halt praktisch gibt. Nennt sich, glaube ich, Ongaku Dojo. Ongaku ist ja immer Musik. Sprechen, das war der Käse. Dann haben wir den Soundtrack vom ersten Film. Und den Soundtrack vom zweiten Film in einer ziemlich heftig dicken Hülle, muss man übrigens sagen. Der zweite Film ist auch ziemlich nice am Meer zu hören, weil halt natürlich sehr. Da spielt ja auch am Meer der Film. Sprechen, spaßig ist der Kram. Auch ein spaßiges Booklet hier mit ein paar. Behind the Scenes, Storyboards, Gengars und so weiter. Hier, nette CD. Hat auch nice Themes mit dabei. Vor allem dieses, ich weiß nicht, wie ist das jetzt? Oh, Entschuldigung. Oh Gott. Langsam hat die Stimme echt keinen Bock mehr gerade. Ich muss husten und was weiß ich. Wir haben gerade hier Battle Nummer 4 versus Satoru, oder wie auch immer das Lied genau heißt. Richtig coole Melodie. Oder an sich ein cooles Lied mit einem coolen Klang. Eine der geilsten Szenen in ganz Ranma, Leute werden wissen, was ich meine, wenn ich es geguckt habe, ist halt hier mit dabei. Richtig fett, aber insgesamt würde ich sagen, hat der erste Film einen deutlich besseren Soundtrack. Der klingt erstens mehr nach Ranma, auch wenn das hier eigentlich die witzigen Szenen von Ranma an sich hat, aber das Ding hier, es klingt mehr nach Ranma, es ist witzig, es hat nicere Melodien mit dabei. Gerade zum Beispiel der Auftakt, die Ouvertüre praktisch, die geht natürlich besonders ab. Hey, das ist das Cover, das sie auch auf der deutschen DVD benutzt haben, wie schön. Ja, also in der Hinsicht auf jeden Fall ziemlich coole Idee. Gerade am Schluss haben wir nochmal so ein richtig dramatisches Lied, als der Ranma die Helio Shotenha gegen, Gott, wie heißt dieser Typ nochmal? Ich glaube Kirin war der Endboss hierfür, ne? Und das ist der Prinz Toma. Das hier. Ne, eigentlich haben wir beide extra die gleiche Story, aber übrigens, falls ihr eine Review sehen wollt zu dem ersten Ranma-Film, würde ich euch DJ Clive empfehlen. Habe ich ja auch schon seit Ewigkeiten in meiner Kanal-Weiterempfehlungsliste. Der ist so cool. Deswegen liebe ich eigentlich Ranma überhaupt. Der ist so krass und der hat eine richtig geile Kritik dazu gemacht, wo er eigentlich alles erwähnt, was ich hier auch schon erwähnt habe und was ich jemals so sagen müsste zu dem Film. Also
angucken, richtig cool. Jedenfalls das Soundtrack von ersten Ranma-Film sehr, sehr cool, vom zweiten Film auch, aber vom ersten etwas besser. Auch noch ein bisschen verspielter an sich. Und dann haben wir noch die Hot Song Contest Collection. Das ist wieder, eigentlich eher so kleine Character-Themes, die ich eigentlich gesagt nicht so unbedingt krass sammle, aber bei Ranma mache ich eine Ausnahme, da sind die echt witzig. Einfach so ein paar. Es gibt einen richtig. Wir haben halt da die ganzen Lieder. Wir haben zum Beispiel auch dieses coole Kawaii Kone Ido Kegane von Ranma. Das ist so geil. Es ist so witzig, weil wenn man weiß, dass er da genau singt, wenn man es mal irgendwo nachgelesen hat, es ist so witzig. Und jetzt haben wir mit dabei, ein Ding ist völlig bekloppt, hier Love Letter to Shiner oder Form Shiner oder sowas. Da singt Ranma ein Duett mit Ranma-chan, in dem nämlich immer wieder Wasser während des Lieds über ihn gekippt wird. Das ist, sie bauen es einfach mit ins Lied ein. Es ist so bescheuert, es ist so bekloppt, aber es ist so witzig. Es ist einfach nur witzig, dieses Ding. In der Hinsicht mache ich bei sowas gerne eine Ausnahme, weil ich mag die Charaktere von Ranma. Ihr wisst, ich bin sowieso großer Ranma-Fan. Und da ist es auf jeden Fall einfach eine witzige Sache, weil sie halt so die ganzen Charaktere mit reinpacken. Es gibt auch ein sehr schönes Schlaflied von Akane. Das ist ganz cool. Und noch ein cooles Lied von Shampoo. Das mag ich auch. Also an sich eine nice CD. Etwas verrückt und man denkt sich so, braucht man nicht, aber wenn man sie dann mal hört, so als Fan, auf jeden Fall cool. Wenn man jetzt nicht der große Fan ist, aber gleich nicht so viel ist zu empfehlen. Und worauf ich jetzt nicht näher eingehen werde hier, Doku, weil zu Doku habe ich schon ein Video gemacht. Und ihr glaubt gar nicht, wie froh ich darüber bin, dass ich so einen Spruch jemals sagen kann, so von wegen, oh nee, nee, da rede ich nicht drüber, da habe ich auch mal ein Video zu gemacht. Aber ja, so ist es. Allerdings schätze, Doku habe ich alles zu erwähnen, ich habe es gezeigt, ich habe es erklärt, ich habe gesagt, ja Mensch, der ist das zweite Kater, Timon. Er sieht jetzt von den Beinen her jetzt vielleicht nicht krass anders aus. Timon! Timon! Hey! Den haben wir länger als den OJ. Na komm, mach was, sei lustig. Da ist der Stapel von CDs, der noch vor uns liegt. Wir reden jetzt eh schon seit 2 Stunden, jetzt macht es auch eh keinen Unterschied mehr. Willst du irgendwas? Ja, ich räume die gleich wieder weg. Brauchst keine Sorge zu haben, die werden da nicht Ewigkeiten rumstehen. Hier. Ja, mach's gut, Demon. So. Und wir nähern uns weiter dem Ende mit Loroni Kenshin. Der fetten Box, da kommen wir gleich noch zu. Dem Soundtrack. Der ersten Volume, da fehlen mir noch 3, dem Film-Soundtrack in Shuba, Soyoken und Seishohen, also die andere OVA, aber die habe ich nur in irgendeiner DVD-Hülle. Moment. Hier, da ist die mit drin. Also lege ich da mal drauf. Das war ein ziemlich geiles Extra. Aber Stück für Stück. Also, Loroni Kenshin, ich glaube, ich habe schon mal, habe ich mal erwähnt, wie sehr ich den Kram eigentlich abfeiere? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Auf jeden Fall bin ich riesiger Kenshin-Fan, einer meiner absoluten Lieblingsanimes, deswegen bin ich da auch noch immer am Sammeln. Mir fehlen noch, mehr noch, ich glaube, 3 CDs, 4 fehlen mir noch für die Sammlung, dann habe ich sie soweit komplett. Mir fehlen noch 3 Volumes vom Soundtrack an sich, den kann ich ja, also vom Nebenkollegen hier, mit Obi und allem. Da fehlen mir noch die anderen 3 Volumes, das ist jetzt hier die erste, das war eigentlich auch die wichtigste. Und der Soundtrack von dem Live-Action-Film, der fehlt mir auch noch, den hätte ich auch noch gerne. Aber an sich, Kenshin, ziemlich nice Soundtrack, der hat sich zwischendrin sehr geändert. Also wir haben zwischen dem hier und dem Kollegen hier, haben wir einen ziemlichen Stilwechsel, wahrscheinlich auch einen ganz anderen Komponisten. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber es würde mich nicht wundern, wenn ja. Hier ist noch sehr rockig, zwischendrin haben sie die Themes nochmal mit Akustikgitarre umgesetzt, später wird er eher orchestraler und etwas epischer, also episch im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen, ja, aber an sich ziemlich cooler Soundtrack. Ich liebe das Main-Theme von Kenshin, hat einen sehr tollen Klang, ist auch toll zum Wandern, also als Reisenden wie mich natürlich immer eine tolle Sache. Darum geht es ja auch bei Kenshin. Ich mag so ein paar kleine Themes zwischendrin, also
Insgesamt ein sehr schöner Soundtrack, nur bei der CD hier einzig die ganzen, eigentlich alle dramatischen, die finde ich persönlich echt nicht so gut. Also die sind immer eher so ein bisschen so, die überspringe ich immer. Ich höre das Ding eigentlich nur wegen des Main-Themes und wegen der anderen, schöneren Themes zwischendrin. Auch so das, Kamiya Dojo und sowas, das ist nice Musik einfach. Und ein schönes, wertiges Papier, muss ich sagen. Also echt schön gemacht, schönes CD. Ich kann nur kein Wort lesen und vielleicht auch keiner von euch, aber als Genshin-Fan ist natürlich gerade die erste CD ein Must-Have. Ach, das ist das, Obi. Was ist denn das? Es ist immer schwierig, diese Dinge auseinanderzuhalten. Hey, da kommt Timon wieder. Hey, Timon. So. Also auf jeden Fall Genshin, nicer Kram. Na, da ist sie. Führt uns zu der CD hier. Da haben wir, ich weiß nicht, ob das eine wirklich eine japanische CD ist oder nicht, weil an sich steht da eigentlich ja alles auf Englisch drauf, aber innen drin wieder alles auf Japanisch. Ist ein bisschen undurchsichtig, aber ist natürlich auch nicht verkehrt so eine CD, weil wir da alle Opening-Themes und alle Ending-Themes mit drauf haben. Das ist eine ziemlich nice Sache für einen. Der Witz ist, Genshin hat so einen nicen Soundtrack, dass ich diese CD und diese CD hatte, bevor ich überhaupt den Anime gesehen habe, weil ich den Soundtrack so abgefeiert habe. Auch die Opening-Themes, so Super Casus ist todesgeil und das andere ist auch ziemlich nice hier. Gott, wie heißt es nochmal? Ich weiß es gerade nicht mehr, es ist mir egal. Also, nice CD. War das Obi dann hiervon? Nee. Warte mal. Hier, das war das. Gehört das hier hin? Ne, ich glaube. Ah, ich weiß wieder, wo das Obi herkommt. Also, alles gut. Widmen wir uns gleich rum. Stürzen wir uns erstmal soundtrackstechnisch auf diesen. Auf diese Schachtel von Musik. So sieht die übrigens von vorne aus. Das ist der fetteste Klotz in meiner Sammlung. Also kann man ja mal ein bisschen gebührend feiern. Hier haben wir so ein kleines Booklet. Okay, auch unüberhitzt ist das Ding immer noch am. Na egal. Also hier haben wir so ein kleines Booklet mit den einzelnen Disc. Und in dem Ding selbst haben wir hier so eine. Es ist ganz schön gemacht. Hier haben wir so ein Büchlein mit Genshin vorne drauf, wo man CDs reinpacken kann. Wahrscheinlich die paar CDs, die halt dazu gehören, aber weiß ja nicht. Vielleicht merke ich mir die mal, um die mal so irgendwo zu benutzen. Die ist echt schön. Also, cool gemacht. Gefällt mir. Und da drin haben wir halt nochmal drei einzelne CDs. Halt die drei. Diese da wären, ich weiß jetzt gerade nicht genau, welche ist, beziehungsweise ob ich sie in der richtigen Reihenfolge drin hatte. Behaupten wir mal, das ist Disc 1, 2 und dann 3. Entsprechend auf der hier. Ist ja nicht fokussiert, ne? So. Auf der ersten Disc haben wir den ganzen Soundtrack von Genshin. Auf der zweiten haben wir Songs. Und auf der dritten noch mehr Soundtrack und noch mehr Songs, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Auf jeden Fall, man merkt, es ist so ein bisschen durchmischt. Wir haben ganz viele Character-Songs mit dabei, aber halt auch praktisch so eine Art Best-of. Deswegen heißt es auch Brilliant Collection, das Ding. Vom Soundtrack, größtenteils halt der späteren Staffel, den ganzen Kyoto-Arc mit Shishio und dem ganzen Shit. Also halt dem legendären Part von Genshin praktisch. Ziemlich geiler Soundtrack. Auch an sich schöne Songs mit dabei, aber es geht dann halt auch irgendwo. Also es ist eine coole Box, da hast du eigentlich so ein ganzes Packet mit drumherum. Wir haben Nagomi, ist ziemlich geil. Wir haben das Theme von Shishio, hier Last Wolf's Huge. Das ist natürlich ziemlich cool. Hey Demon. Ja, ist eine CD. Irgendwie finde ich es sehr spannend, wenn ich irgendwas mache. Ja, das ist natürlich ziemlich nett. Dann haben wir noch das Theme von Amakakedo Ryuno Hinameki. Das ist auch ein ziemlich geiles Theme. Also, den Shit haben wir halt auf der ersten Disc irgendwie drauf. Dann haben wir noch so ein paar coole Character-Songs, weil jeder Charakter seine Songs halt singt, hatten wir schon häufiger mal gehabt, obwohl ich die eigentlich gar nicht so sammle. Und dann nochmal so ein paar vereinzelte Dinger und nochmal eins, wo Genshin nochmal singt. Wir hatten auch nochmal im Film, wo alles zusammen nochmal was singen, also halt so ein Shit. Sind ganz schöne Lieder mit dabei, vor allem, ich weiß es gerade nochmal, deswegen singen Kaoru und Genshin zusammen, ich weiß gerade nicht mehr, wie es genau heißt. Egal, war ein langer Tag, ich habe lang geredet. Ich bin nur noch am Reden, ich höre gar nicht mehr auf zu reden, es ist schlimm. Packe ich das mal hier wieder ein. Blub, 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 blub. Und wir
und widmen uns den restlichen Kram des Kenshin Soundtracks. Angefangen mit dem Film, wozu ja auch dieses Obi hier gehört. Von guten Taro Iwashiro, den ich sehr schätze für eine ganz andere CD, zu der wir noch sehr, sehr viel später kommen. Dieses Video wird Ewigkeiten dauern, Gott, das ist schlimm. Egal. Jedenfalls, auch ziemlich cool hier in so einem eigenen Schuber. Ich finde es immer cool, wenn man so verschiedene CDs von einzelnen Komponisten hat und nicht nur irgendwie, wie bei Digimon jetzt, alles voll mit Digimon, sondern wenn man sozusagen sagt, ey, hier, den Komponisten habe ich noch irgendwo anders und dann erkennt man den wieder und man merkt so, hey, das Stil ist tatsächlich, man erkennt den Stil immer ziemlich gut wieder. Man merkt so, das ist ein derselbe Komponist. Kommen wir später noch zu. Fun Fact ist der Typ, also praktisch der Typ, der den Kenshin Soundtrack gemacht hat, der hat auch das Lied komponiert, das ich in meinem neuen Intro verwende. Planet of Ocean, das ist so geil. Hier ist ziemlich schön aufgemacht mit so einem ziemlich epischen Bild. Also, wow, wie der Antagonist des Films, Kenshin. Ziemlich geile Musik, geht ziemlich ab. Hat zwischendrin so ein paar Trommelklänge und zieht sich so ein bisschen rum, aber hat ein ziemlich cooles Main-Theme. Gerade besonders Track 11 ist ein Erlebnis durch und durch, also sehr coole CD. Natürlich gerade auch doppelt gemoppelt, ne? Die haben einen Schuber drumherum und am Schuber noch ein Obi. Es ist, ne, dann hast du hier dieses Chaos von CD und dann fliegt es irgendwo rum und es ist halt Japan, gell? Aber an sich eine sehr coole CD, ein sehr cooler Soundtrack. Kann ich eigentlich auch wärmstens empfehlen. Gehört auf jeden Fall zu Kenshin Sammeln mit dazu. Der Film war so meh, aber der Soundtrack war ziemlich nice. Das führt uns dann hier zu den beiden Kollegen. Jetzt von Taku Iwasaki. Ich weiß, die ganze Welt feiert immer Trust and Betrayal von Kenshin. Was dazu führt, dass die ganze Welt Trust and Betrayal kennt, das ist irgendwie einer der bekanntesten Animes und kritisch erfolgreichsten ever ist, aber dafür kein Mensch Kenshin an sich mag, weil dann immer alle wegdrücken. Aber, mein Gott, Tsuyoken ist todesgeil. Nicht zuletzt wegen des unfassbar guten Soundtracks. Der geht ja mal so ab. Er geht so ab. Er klingt recht atmosphärisch, aber da sind wundervolle Melodien mit reingearbeitet. Also das Ding ist auch... Ist da ein Fleck? Schlimm. Nie gebraucht kaufen. Es ist ein Horror. Also... Gerade hier in Memories Kotowari oder Kotowari, was weiß ich, ist mir auch egal. Geiles Ding, geht um 6 Minuten, von vorn bis hinten einfach nur episch. Richtig tolle Musik. Kann man richtig toll atmosphärisch irgendwo hören, wenn man auch gerade nachts irgendwo durch die Gegend bottet. Es unterstützt die OVA komplett perfekt. Es ist der Wahnsinn, dieses Ding. Es ist perfekt, würde ich fast schon meinen. Da ist eigentlich nichts dabei, was dann stört. Es ist alles geil gemacht. Einfach eine todesgeile CD. Und vom gleichen Komponisten, was ich eigentlich fast noch besser sogar noch finde, hier das Soundtrack von Seth Shohan, was ich hier ziemlich cool finde, das ist die DVD. Und in dieser Version gab es als Extra dazu, ja, meistens sind Extras ja nur so Postkarten oder so ein Shit, aber hier haben sie als Extra einfach den Soundtrack mit dabei. Ja, ich hab's vorher vergessen, dachte, da wäre nur der Soundtrack mit drin, weil ich die CD hier nicht gesehen habe. Aber, bedau! Da ist einfach mal ein Soundtrack in der DVD als extra mit dabei. Das ist geil, weißt du, sowas mag ich. Dafür gebe ich gerne mehr Geld aus und dabei war die sogar noch ziemlich billig. Also, deutsche Anime-Preise sind die Hölle, aber manchmal sind sie sogar gerechtfertigt. Aber selten. Ne, das sind Extras, die man halt wirklich feiert. Ich würde noch mehr zum Seishohen-Soundtrack sagen, aber muss ich eigentlich nicht, weil der eigentlich ähnlich klingt wie der von Tsuyoken. Ich finde ihn aber noch ein bisschen schöner, weil er so ein bisschen... Der hat noch ein bisschen mehr Varietät von den Melodien her. Es ist praktisch, er verlässt sich weniger auf eine Melodie oder auf ein paar, sondern hat noch mehr. Hat noch viele verschiedene Klänge mit drin, weil ja auch das Ding selbst praktisch auch viel mehr Stimmungen beinhaltet. Also mein Tsuyoken ist halt dieses dramatische Epos und Seishohen ist halt eher dieses emotionale Ende, so später nach der Story des Mangas und ist deswegen sehr verhasst, weil es praktisch nicht Canon ist und das hier halt schon und bla bla, das Studio Dien ziemlich fetter. Wetterstudio übrigens. Aber, also, unglaublich. Unbedingt erst Kenshin den Anime gucken und den Manga lesen und dann Tsuyoken angucken. Oder einfach gleich die CD kaufen, weil ihr werdet es nicht bereuen. Unglaublich geiler Soundtrack.
unglaublich tolle Melodien, unglaublich toll umgesetzt, unglaublich trotzdem atmosphärisch. So, ich tue mich immer schwer daran, so praktisch, wenn Leute so sagen, ja, wenn Leute atmosphärische Musik machen. Ich weiß mal nicht, ist atmosphärische Musik nicht vielleicht doch so ein bisschen, es ist so ein bisschen wie abstrakte Kunst. So, ist es jetzt Kunst und toll oder ist es einfach nur schlecht? So, ich weiß es immer nicht, ich kann es selber nicht beurteilen. Und deswegen finde ich gerade sowas wie hier bei Tsuyoken und bei Seishohen und sowas, ist einfach toll, weil sie sozusagen bewiesen haben, der Typ hat halt bewiesen, was du alles mit einem atmosphärischen Soundtrack alles machen kannst. Oder praktisch, wie sehr auch Melodien tatsächlich einen atmosphärischen Soundtrack, der seinesgleichen sucht, wirklich darstellen kann. Also mit eigentlich der geilste Scheiß, den ich in meiner Sammlung habe. Nicht geiler als Digimon natürlich, aber mit der geilste Scheiß. Wir sind zum nächsten Punkt. Studio Ghibli habe ich nicht so viele CDs von. Ich habe halt Totoro. Ich habe die schlimmste CD ever von den letzten Glühwürmchen. Ich habe das Königreich der Katzen, The Cat Returns. Und hier natürlich House Moving Castle, also das wandelnde Schloss. Auch ziemlich cooler Film, den ich sehr mag. Ich mag die Filme eigentlich alle sehr. Besonders den hier und besonders mein Nachbar Totoro. Ein toller Soundtrack. Ich weiß gerade nicht mehr, von Joe Hisashi ist der. Der hat, glaube ich, den meisten Kram gemacht von Ghibli. Ich brauche noch mehr Ghibli. Ich brauche noch mehr Ghibli-CDs. Die sind alle so gut. Auch Nausicaa und, oh Gott, hier das Laputa ist auch noch fett. Muss auch noch viel nachholen, aber tolle CD. Auch schöne Idee mit dem Schubass hier. Sogar eine deutsche CD. Oder eine, die man zumindest in Deutschland, habe ich bei Saturn gekauft, quasi. Das ist in der Hinsicht sehr entspannt. Muss man nicht immer alles importieren. Das war zum Beispiel der Stress bei der, habe ich noch gar nicht erwähnt, bei der CD hier. Ah, dieses CD. Falls ich Preise unten eingeblendet habe, werdet ihr es gesehen haben und vielleicht stutzig geworden sein. Falls die inzwischen noch so teuer ist, ich weiß es nicht, aber ich habe für diese CD 80 Euro gezahlt. Und weil ich 80 Euro für diese CD bezahlt habe und sie importiert habe, musste ich 3 Wochen warten, bis das Ding aus dem Zoll rauskam und dann nochmal 20 Euro raufbezahlen, weil es ja 80 Euro gekostet hat. Ihr merkt schon, ich verstehe den Zoll nicht. Ich verstehe ihn nicht, ich kann ihn nicht ab, er nervt mich. Und gerade deswegen ist es immer ganz schön, wenn man das CD einfach mal hier im Laden kaufen kann und sie nicht erstmal 8 Wochen importieren muss, um dann ein halbes Vermögen für CDs auszugeben. Und ja, ich bin ein verrückter Mensch, wer gibt sonst schon 80 Euro für CDs aus? Aber glaubt mir, es wird noch schlimmer. Es wird noch schlimmer. Aber die hier war nicht recht billig und hat insgesamt eigentlich ein ziemlich nices Preis-Leistungs-Verhältnis. Also sieht an sich von innen ziemlich geil aus, ist nice aufgebaut und einfach ist einfach ein toller Soundtrack durch und durch. Also mein Nachbar Totoro auch richtig, richtig fett. Eigentlich mit so ziemlich das Beste von Ghibli. An sich ist auch mein Lieblings-Ghibli-Film und ist auch mein Lieblings-Ghibli-Soundtrack. Vielleicht auch aus nostalgischen Gründen, man weiß es nicht, da mögen sich Leute mal streiten, aber richtig cool. Ich mag das Main-Theme, ich mag so ein paar Themes drumherum. Das Opening-Theme ist gewöhnungsbedürftig, aber eigentlich ganz witzig. Und dann noch so ein paar andere Melodien sind ganz schön irgendwie. Ich weiß nicht warum, bei mir war die CD auf Französisch eingestellt, als ich sie eingespielt habe. Also die Daten werden auf Französisch übertragen. Ist immer ein bisschen komisch. Das Schlimme übrigens auch bei den Ranma-CDs, die haben irgendwie die Angewohnheit, die Tracks zusammenzupacken. Da hast du irgendwie 3 Tracks in einem. Es ist die Hölle. Warum macht man sowas? Oder zum Beispiel, warum macht man sowas hier zum Beispiel? Der Soundtrack von den letzten Glühwürmchen. Ein unglaublich emotionaler Film mit einem unglaublich tollen, jetzt ist es ganz entfokussiert, Moment. Mit einem wunderschönen Soundtrack. Gerade das Main-Theme ist unglaublich toll und die CD hier, ich habe es vorher mich informiert, gilt als Soundtrack-CD. Es ist aber ein Hörspiel. Es ist praktisch einfach quasi, ich glaube, es ist praktisch der Film mit Musik und so halt einfach auf CD. Es ist einfach der Film auf CD. Sprich, du hast deinen Track, der wird kurz angespielt und dann labern die Charaktere darüber. Man hört Bombengeräusche und denkt sich so, hey, super, dass ihr gerade mein Lied kaputt gemacht habt. Eine unglaublich tolle CD. Ein Glück habe ich die für 5 Euro hinterhergeschmissen bekommen, aber trotzdem so, nee. Die schlimmste CD meiner Sammlung, einfach weil es keine Soundtrack-CD ist, sondern ein Hörspiel und ich höre sie deswegen fast nie, obwohl eigentlich der Film ziemlich nice einen Soundtrack hat.
Vielleicht habe ich auch einfach aus Versehen die falsche irgendwie bestellt und ich hätte mir eigentlich eine andere holen wollen, aber ich habe es irgendwie missverstanden oder so. Ich weiß es nicht, aber ganz, ganz schlimme CD. Nicht kaufen, wenn ihr wirklich Soundtrack haben wollt, es sei denn, vor allem ist ja auch der Punkt, es bringt einem halt nichts, wenn ich kein Japanisch kann. Sonst wäre es vielleicht noch halbwegs witzig, aber ich kann kein Japanisch, das heißt, ich verstehe kein Wort. Was mal witzig war bei dem Fullmoon-Soundtrack, den ich jetzt hier nicht wieder rausfischen möchte. Ich habe die Hälfte vergessen, deswegen hätte ich mich ein bisschen besser vorbereiten sollen. Moment, vielleicht ist der ja relativ weit hier oben. Haha. Na sieh mal einer, guck. Auf der CD hier war es ganz witzig, wollte ich mich noch erwähnen. Da war ein Interview oder irgendwas mit den ganzen Synchronsprechern aus Fullmoon. Auf Japanisch. Das ging irgendwie 7 Minuten, das ist hier irgendwie so mitten auf der CD noch mit draufgequetscht und man versteht kein Wort, aber irgendwie ist das total witzig, wenn die da einfach so reden und dann war so eine Show und das ist total witzig. Also echt witzige Sache. Da war es cool, bei den letzten Menüwürmchen war es nicht cool. Entsprechend führt uns das weiter. Chronologisch durch die Ghibli Annalen haben wir The Cat Returns, ein Film, der so überhaupt nicht Ghibli-typisch ist. Aber mit einem coolen Soundtrack. Besonders das Main-Theme, also das Theme von diesem Katzenbaron. Das war eigentlich so der Kaufgrund für diese CD. Der Rest ist auch ganz cool. Bockt mich aber nicht so ganz. Die spätere Hälfte geht wieder ziemlich ab. Ach egal, scheiß auf das Booklet. Die spätere Hälfte geht aber wieder ziemlich ab, weil sie da ganz viele... Also wenn man auf Tanzmusik steht, so hier ab Katzenblut in etwa, haben wir haben da Walzer mit drauf, wir haben da Volksmusik mit drauf, wir haben da Marsch mit drauf, also wenn man verschiedene Tänze oder sowas mag, ist man hiermit sehr gut bedient. Da ist ziemlich viel verschiedener Kram mit drauf. Also, ja, ziemlich cooler Soundtrack. Führt uns zum letzten von Ghibli so rum. Das war dann das Schloss. Auch wieder in einem Schuber. Ist natürlich auch immer sehr schön. Ich mag sowas immer wieder. Ist nur bei CDs selten, deswegen habe ich nicht so den krassen Drang, immer nach Schubern zu suchen, weil ich habe halt eh nicht alle mit Schuber, deswegen ist es mir ziemlich egal. Ähnlich wie bei Kazema Kase haben sie hier praktisch ein Theme sozusagen und es einfach durchgezogen. Ich glaube irgendwie auf bestimmt, was weiß ich, 30 Liedern hast du bestimmt, keine Ahnung, 20 Mal das Main-Theme mit drin. Aber hey, warum nicht? Weil das Main-Theme ist eigentlich ziemlich cool. Also entsprechend daher sozusagen eine sehr coole CD. Also... Warum nicht? Habe ich kein Problem mit. Gefällt mir. Kriegt meinen guten Daumen, was auch immer. Mir gehen auch langsam die lustigen, fetzigen Dialoge aus, obwohl ich die eh nie hab. Boah. Und wir sind noch nicht fertig. Aber der Stapel nähert sich dem Ende. Wir kommen weiter mit Summer Wars. Ein ziemlich cooler Film. Generell geliebt. Wieder mit Schuber. Ich liebe Schuber. Mit einem okayen Soundtrack, würde ich jetzt so an sich sagen. An sich fand ich ihn immer todesgeil. Jetzt habe ich ihn nochmal gehört und er hat unglaublich tolle Themes. Ne, wir haben dieses eine Theme, das da am Schluss bei diesem Heupol-Game praktisch spielt. Das ist cool, das ist also dieses Äquivalent zu Requiem aus Digimon, weil dann der ganze Film praktisch nur ein Remake von Bokura no Wargame ist, nur ein schlechteres, weil Bokura no Wargame besser ist. Aber gut, das wäre ja auch Geschmackssache. Deswegen praktisch so, das ist ein nice Theme. Das Main-Theme von dem Ding ist ziemlich nice und zwischendrin noch so zwei, drei Lieder, aber der ganze Rest ist so technische Klänge, so ein bisschen Gedudel, so ein bisschen, es ist, also deswegen würde ich praktisch sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, dieses CD, aber es ist nicht der geilste Scheiß überhaupt. Der Film an sich ist ziemlich geil, aber das Soundtrack geht besser, finde ich jetzt so mit praktisch dem Know-how, das ich mir jetzt als Sammler angefertigt habe, also Know-how, würde ich sagen, geht es besser. Also, aber an sich, das, also praktisch, wenn der Soundtrack punktet, dann geht er richtig krass ab und ist richtig todesepisch. Aber wenn er nicht punktet, dann ist er so, ja, das Ganze kann man mal hören. Ist zumindest meine Meinung. Vielleicht seht ihr das anders, vielleicht sitzt ihr jeden Tag da und hört euch den ganzen Tag Summer Wars an. Vielleicht bin ich auch der Einzige, der sich CDs kauft. Ich weiß es nicht. Nächster Film. Sword Art Miss Strange. Da sieht man ja auf dem Weißen ganz toll. Geben wir ein bisschen ran. Fokussieren wir wieder ein bisschen neu. So. Sword Art Miss Strange. Beloved. Der geilste Scheiß nach manchen Leuten. Gefeierter Film wie sonst was. Ich fand den, ja, war ganz nett. Ist halt
ist halt doof, ne, wenn man praktisch der Launchpad hat immer so ein Video dazu gemacht, aber es ist praktisch sozusagen, wenn man wenn man sozusagen Kenshin kennt und man Kenshin abfeiert, dann ist praktisch Sword of the Stranger dasselbe wie Kenshin, nur nicht mit Cells animiert und nicht ganz so geil, aber immer noch ganz gut. Das heißt entsprechend, ja, cooler Soundtrack, cooler Film, auch eine ganz gute CD, aber praktisch, ich fand es jetzt nicht so, also es wird ja als so modernes Meisterwerk angesehen, als moderner Klassiker. Das würde ich so jetzt nicht unterschreiben. Ich fand den ganz cool. Ist aber nicht so todesgeil. Aber das Main-Theme von diesem Soundtrack, das geht so ab. Oh, so ein majestätisches Lied, hier hört man echt selten. Also auch hier wieder so ein Soundtrack, wo ich sozusagen sage, ich hab mir den wegen eines Liedes geholt. Das haben sie auch hier in vielen verschiedenen Versionen mit eingespielt. Und es lohnt sich sowas von. Also, richtig geile CD. Hatte ich auch letztens auf Helgoland gehört. Ich war im Urlaub, haben ja vielleicht welche mitbekommen. Wieder auf Reisen auf Helgoland. Eine Woche, kommt aber bald das Video. Deswegen haben wir auch gerade jetzt hier dieses CD-Sammlungsvideo, weil einfach das dauert halt noch ein Weilchen, bis ich meine Doku da fertig habe. Deswegen gibt es halt jetzt gerade den Kram. Aber das habe ich da auch gehört. Hier dieses, ich glaube, das ist der vorletzte Track war das. Oh, das ist so episch, wenn du gerade. Wenn du da diese Felsen hochläufst und dann dieses Theme langsam dramatischer wird und so, es geht so ab. Also habe ich jetzt inzwischen auch eine ziemliche Bindung zu dem Film aufgebaut. Richtig geiles Main-Theme. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Geht ziemlich ab. Ist aber nicht perfekt, weil auch hier zwischendrin so. Also ich meine, ich will jetzt nicht Trommelklänge oder sowas kritisieren. Ich meine, ich mag Trommeln. Trommeln sind geil. Ich trommel auch selber irgendwie so aus Spaß auf meinen Schenkeln oder sowas und auf dem Tisch rum den ganzen Tag. Das nervt viele Leute, weil es eine doofe Angewohnheit ist. Aber ich kann verstehen, dass Trommeln cool sind und Rhythmus und so, aber so, ich finde, man kann aus einem dramatischen Lied mehr machen als einfach nur Trommeln. Ja, es ist atmosphärisch, es ist dramatisch, es passt, aber ich finde, da geht einfach mehr. Deswegen ist das ein bisschen schade bezüglich des Sword of Stranger Soundtracks. Aber davon abgesehen geht auf jeden Fall ziemlich ab. So. Wir sind fast durch, meine Lieben. Wir nähern uns dem nächsten Franchise. Aber was für einem. Ziemlich mit einer der Höhepunkte meiner Sammlung. Mumin. Tanashi Mumi Iga haben wir. Hier Ritual eine CD von. Wir haben hier noch eine CD von. Die sind mir eigentlich nicht so wichtig. Wir haben noch Mumins on the Riviera. Wir haben hier die Best Selection. Und die Mumin Selection. Und wir haben die beiden Volumes von Mumin Soundtrack. Und besonders praktisch die vier, also sozusagen der Soundtrack von Moomins, halt ist auch einer meiner Lieblingsanimes an sich, aber ist praktisch, ist ja von Sumio Shiratori, ziemlich nach Digimon der geilste Soundtrack aller Zeiten. Ich liebe diese Musik. Es sind so unglaublich geile Themes mit hier dabei, besonders praktisch hier die beiden, also hier, genau. Das sind die beiden offiziellen Volumes von dem Ding. Und Himmel, ich hab töten müssen, um an diese CDs zu kommen. Also, sinnbildlich gesprochen, ich habe jetzt niemanden getötet. Höchstens Zollbeamte, aber das ging in dem Fall nicht. Es ist, die Dinger sind unglaublich selten. Ich habe beide CDs. Die hier habe ich einmal auf eBay gefunden. Dann nicht gekauft, weil ich noch kein Paper hatte. Und dann 3 Jahre nach gesucht, um sie dann endlich zu bekommen für, was war ich glaube. 100, 120, 70, auf jeden Fall ziemlich viel Geld, ziemlich viel Moneten, ziemlich viel Euronen, wie auch manche gerne sagen. Und diese CD hier, die habe ich ein einziges Mal gesehen auf dem französischen eBay. Ja, man muss manchmal kreativ werden, hat man manchmal andere in der Schachtel, das ist natürlich ziemlich cool. Ich habe die ein einziges Mal gefunden und danach nie wieder und da muss ich natürlich zugreifen. Und es ist praktisch. In der Hinsicht ist dieser Kollege hier die wertvollste CD meiner gesamten Sammlung, weil ich glaube, ich habe ungelogen, ich glaube, 150 Euro für dieses CD ausgegeben. Einfach nur, damit ich die Sammlung komplett habe. Ja, haltet mich für verrückt, sowas mache ich halt irgendwie. Ich wollte diese CD haben. Die geht so ab. Ich liebe den Soundtrack von dem Moomin. Er ist größtenteils richtig melodisch. Wir haben richtig tolle Melodien damit dabei. Es ist bei mir auch irgendwie Nostalgie pur, weil ich das Ding halt auch früher mal oft geguckt habe und ich feiere das Ding einfach nur.
Dennis, der Gute von Urbex Empire, der hat sich den Soundtrack auch mal angehört, zufällig, weil ich den mal gern laufen hab. Und er hat zwar nie die Mumins gesehen, aber fährt das Ding auch todes ab. Entsprechend ist es sozusagen so mein objektiver Beweis, dass es geile Musik ist. Und sie geht einfach so ab. Es sind so tolle Themes. Ich habe jetzt auch deswegen wegen diesen CDs angefangen, Mundharmonikas zu spielen. Um die ganzen Themes von Snufkin zu spielen. Das ist, habe ich jetzt auch schon halbwegs hinbekommen, so ein paar zumindest. Sein Haupt-Theme, das er immer spielt. Oh, es ist so toll. Es sind so tolle Melodien, so toll umgesetzt. So ein toller Stil, so ein toller Anime. So geiler Scheiß einfach. Mit dazu gehören praktisch halt auch noch die beiden Selections hier. Also hier die Moomin Selection und die Best Selection sind auch nicht unwichtig für den Soundtrack an sich, weil die da mit dazugehören. Sozusagen, also da sind nochmal so ein paar einzelne mit dabei, aber halt nicht alle, wie es ja immer so schön ist. Warum alle veröffentlichen? Das ist ja wirklich schade, mit die Geister sind hier auch wie bei Digimon nicht mit dabei, aber das sind jetzt zumindest, habe ich jetzt meine Moomin-Sammlung endlich komplett. Ich habe alle, die ich davon brauche. Das Leben ist schön. Und es ist soweit ziemlich cool. Also Moomins auf jeden Fall gilt auch irgendwo als Kindersäge. Lief früher auch mal bei uns immer auf Kicker. Aber ist richtig toll. Kann man sich auch heute immer noch... Ach, die SD-Karte ist schon wieder heiß. Ich weiß es nicht. Kann man sich auch heute immer noch angucken. Kann ich auf jeden Fall nur wärmstens empfehlen. Und die Musik geht todes ab. Tolle Melodien, auch atmosphärische Klänge, die wir gerade bei dem... Das erste Lied von der CD hier zum Beispiel ist so ein richtig atmosphärisches Ding, geht irgendwie 5 Minuten, aber es ist praktisch durch Melodien sowas von... Das muss man einfach gehört haben, um zu merken, wie geil das eigentlich ist. Dann haben wir hier noch, die habe ich mal geschenkt bekommen, ist wahrscheinlich auch ähnlich selten. Das hat eigentlich nichts wirklich mit dem Anime zu tun. Nennt sich Ohio Moomin. Ist aber nicht das Soundtrack selbst, sondern einfach eine Sammlung verschiedener klassischer Lieder. Also für Elise und dem Donauwalzer und halt Traum Nummer 3, die Liebe und dem ganzen Kram halt. Halt auf einer Moomin-CD. Wieso nicht? Habe ich mal ein bisschen Soundtrack. Also habe ich mal so ein paar klassische Stücke. Ich meine, Klassik ist da auch immer eine schöne Sache, aber halt eigentlich, ja, keine Ahnung, so. Okay, cool. Warum nicht? Na, wir haben die halt, weil wir dachten, es wäre halt die richtige, aber es war halt dann doch die falsche. Aber hey, immerhin, ich meine, die ist cool, die ist auch schön gemacht. Sehr schön aufgemacht, die CD. Ja. Das war auf jeden Fall das Großartige vom Moomin Soundtrack. Also, unglaublich fett. Wie gesagt, zweitbester Soundtrack, den ich jemals gehört habe. Geht richtig krass ab. Führt uns zu Moomins on the Riviera. Das war der Film, der kam da raus, ich glaube vor ein paar Jahren, ist auf jeden Fall noch recht aktuell. Der ist auch recht neu. Ist kein Anime an sich mehr, weil der sozusagen eine rein finnische Produktion oder sowas ist. Also irgendwo da, wo halt die Moomins halt wirklich halt groß sind. Die sind ja, in Japan sind sie auch groß. In Deutschland kennt die kein Schwein. Aber irgendwo, ich glaube Finnland, Norwegen, irgendwo in Skandinavien, irgendwo da oben sind da die Moomins, der Shit. Und ich glaube, da haben sie ja halt diesen Film gemacht, deswegen ist es streng genommen kein Anime, aber es ist halt Moomins, deswegen gehört es dazu. Und es ist tatsächlich eine japanische CD, irgendwie, oder zumindest eine mit japanischen... Ah, ich treffe mir das Falsche. Mann, ich wollte gerade das coole Obi ganz cool rauskommen, das hatte ich wieder auch mit dabei, oder das ist da mit drin. Ha. Egal, jedenfalls auch ganz cool. Gerade hier Opening Title, The Valley ist ziemlich cool. Aber das war's dann auch wieder. Also, nein, mein Gott, der Rest ist auch cool, weil der Rest ist, also sagen wir, die CD ist an sich ziemlich cool. Hat schöne Melodien, geht auch, macht Spaß auf jeden Fall. Ist aber im Vergleich zu dem Shit hier, nicht wirklich geil. Das ist echt schade. Aber an sich, auch der Film, weil es im Vergleich hat, es ist halt ein völlig anderer Stil. Wir haben sozusagen, der Anime ist halt eher so ganz ruhig, melancholisch und bla. Und es ist halt eher so, es gibt ja halt auch so Comic-Strips von den Moomins, nicht nur die Buchvorlage. Und die basiert halt hier auf, die sind dann eher so witzig, jetzt auch ein ganz anderer Stil, eher so spaßig. Und das hört man auch im Soundtrack wieder. In der Hinsicht passt er auf jeden Fall und er macht auch Spaß, hat auch witzige Lieder mit dabei. Aber er ist halt nicht das, was ich mir sozusagen erhofft habe. Aber immer noch gut genug, als dass ich ihn mir hier unbedingt kaufen musste.
führt uns zur letzten CD hier in meiner Anime-Soundtrack-CD-Sammlung, auch wenn das jetzt gar nichts mehr mit Anime zu tun hat. Hier von dem Album Helmolik Volon. Oh Gott, ich kann nicht mehr reden. Auf jeden Fall Virtual, ein Album von denen, wo sie praktisch ganz viele Lieder gemacht haben, oder 6 oder ein paar mehr, halt verbunden mit dem Moomin-Franchise. Und mein absoluter Liebling halt Late in November. Ich denke mal, nach Braveheart mein zweitlieblingslied aller Zeiten. Geiler Scheiß. Tolles Lied. Unglaublich toll. Deswegen habe ich diese CD hier mit drauf und weiß halt auch sein, mit zu den Moomins gehört. Gehört halt auch mit in meine Sammlung. In meine Anime-Soundtrack-CD-Sammlung. Und ja, ich denke, wir sind durch, Leute. Ich kann dir nochmal den Haufen zeigen. Hier haben wir den Spaß. Das ist sie auf dem Boden verteilt, Leute. Meine Anime-Soundtrack-CD-Sammlung. Wir haben jetzt, ich weiß nicht wie lange, wir haben hier Ewigkeiten jetzt gerade gelabert. Ich weiß nicht, ob irgendjemand noch hier ist. Aber ja, das soll es dann in der Hinsicht soweit erstmal gewesen sein. Ich habe noch ein paar andere Soundtrack-CDs und ich denke, die zeige ich euch auch nochmal gleich. Aber mehr von Anime-technischen habe ich auf jeden Fall nicht mehr. Das war's in der Hinsicht. Wer jetzt keinen Bock mehr hat, kann ruhig abhauen. Jetzt kommen nur noch andere CDs. Sind aber nicht mehr so viele Leute. Also das dauert, glaube ich, jetzt keine Stunde nochmal. Ganz entspannt. Ich renne nochmal ein bisschen rum. Es passt halt gerade einfach. Ich könnte jetzt sagen, ich zeige das jetzt nicht mehr oder bla bla bla. Aber es passt halt, es gehört dazu. Ich habe mir jetzt einen Tag hier freigenommen. Mir egal, ich mache das jetzt. Bis gleich. So, da wären wir bei dem Rest meiner Soundtracks-Sammlung. Ich habe ja noch nicht nur Anime-Soundtracks, sondern halt auch noch von ein paar Serien und ein paar Filmen und was weiß ich nicht alles. Und da dachte ich mal, hey, hier, komm. Wenn du gerade dabei bist, wir haben noch den Kram bis hier unten zu erledigen. Also komm, mein Gott, wir sind gerade dabei. Zeige ich euch den Kram auch noch ein bisschen. Fangen wir hier oben an. Hier sind ein paar Passwörter und so. Das ist jetzt nicht von Belang. Soundtrack von Jurassic World. Tatsächlich habe ich den ziemlich unterschätzt. Also ich habe den geschenkt bekommen. Aber der geht eigentlich ziemlich ab. Ich liebe diesen Film. Der ist ziemlich hip. Ich bin sowieso generell Dinosaurier-Fan, Evolutions-Fan, Jurassic Park-Fan. Ich finde Jurassic World todesgeil. Und deswegen ist der Soundtrack eigentlich auch, warum nicht? Und ich habe ihn mir schlechter vorgestellt, weil er eigentlich ziemlich unterging. Auch so in Bezug auf, ja, halt, es gibt halt, ist so eine Schwäche von viel moderner Musik, aber der hier geht eigentlich echt tatsächlich ziemlich klar. Wir haben zwischendrin so ein bisschen die alten Jurassic Park Themes noch mit dabei, aber da haben sie gut mit eingebaut. Aber auch so ein paar neue Dinger mit dabei. Also er macht auf jeden Fall Spaß zu hören. Ich höre ihn jetzt selten immer nochmal von neu. Denke mir, oh, ich muss doch mal Jurassic World hören, aber wenn es mal so läuft, kann man echt mal laufen lassen. Wieso nicht? Dann haben wir hier oben noch ein bisschen Kram, mein Digimon-Block, bla bla. Dann haben wir hier eine CD, auch von einer meiner absoluten Lieblingsserien, von Magnum P.I. Ist leider nicht der Soundtrack davon. Leider gibt es den Soundtrack von Magnum nicht wirklich veröffentlicht auf CD. Was wir haben, ist ein Lied. Ja, hier ist so eine, das ist hier so eine Mischung, also sie heißt Magnum P.I., American TV Hits Album. Aber eigentlich ist es eine Mashup von ganz vielen alten Krimiserien, die es damals anscheinend so gab, die ich alle nicht kenne. Also vielleicht sagt den Leuten noch Simon irgendwas. Oder keine Ahnung. War halt alles vor meiner Zeit, die meisten kennen nicht. Ich kenne halt nur Magnum. Und das hat das erste Lied mit dabei. Das heißt, hey, mein Gott, ich habe meinen Magnum Spaß. Immerhin besser als nichts. Aber ja, es ist halt nur ein Lied. Aber mein Gott, warum nicht? Wieder so ein bisschen. Aber keine Ahnung. Führt uns zu dem Kram hier. Mario & Zelda Big Band Live CD für 14,95. Wie schön. Ziemlich cool. Ist halt mit bekannten Themes aus Mario, Mario 64, Sunshine. Das Main Theme an sich von Mario und halt auch von Zelda, von Ocarina of Time und das Main Theme und so. Halt auch das Shop Theme. Ich liebe das Shop Theme von Zelda. Das gibt's auch. Das ist so cool. Das ist eine witzige CD. Ist jetzt in der Hinsicht nicht richtig Soundtrack, was halt eher Covers von einem Soundtrack sind, hat so live eingespielt, aber es macht Spaß, ist eine spaßige CD. Kann man auf jeden Fall hören, macht auch echt Spaß, ist cool aufgenommen, sind ein paar echt coole Covers mit dabei. Also, wieso nicht? Dann haben wir hier meine
erste und bisher leider auch einzige Bollywood-CD von Main Hunna. Ich bin immer für dich da. Ja, der gute Dennis von Elvis Empire hat mich dazu gebracht. Mit dem gucken wir mal zusammen Bollywood-Filme. Und ja, das ist halt der erste, den ich damals gesehen habe. Ist auch schon Ewigkeiten her. Dann dachte ich halt, hey komm, kaufst du dir mal die CD. Sind ein paar schöne Lieder mit dabei. Ich will mir auch endlich mal bald mal den Soundtrack von Solang ich lebe kaufen. Der geht auch ziemlich ab. Das sind schöne. Also sind leider immer irgendwie, ich glaube, von Bollywood gibt es immer nie so richtig die eigentlichen Melodien des Soundtracks veröffentlicht, sondern immer nur so die Lieder halt, die Songs. Darum geht's zwar auch bei Bollywood irgendwo, ne, aber ich hätte auch manchmal echt ganz gerne auch die einzelnen Hintergrundlieder, weil es halt so, darum geht's mir eigentlich als Song. Aber hey, Mensch, so ein paar Songs sind doch auch eine schöne Sammlung. Was haben wir hier? Ah, Walt Disney, Dinosaurier oder Dinosaurs, wie auch immer. Musik von James Newton Howard. Ein Original Walt Disney Records Soundtrack. Aha, auf jeden Fall. Ich würde mich mal so weit aus dem Fenster nehmen zu sagen, dass einer der besten Disney Soundtracks, die es so gibt. Oder eigentlich an sich spielt er ganz oben in der Liga von Soundtrack. Also, oh mein Gott. Wir haben hier, Wer Travis in das Sanctum ist halt somit das Main Theme mit dabei. Geht richtig ab. Kennst du mal die Tell Me Who I Am? Ist auch eines meiner Lieblingslieder. Ist richtig toll. Ist auch zwischendrin. Irgendwann wird es fängt Englisch an. Und dann kommt irgendwann so ein spanischer Typ dazu. Es geht richtig ab. Richtig toll. Also. Ah! Ja, da ging sie dahin, die CD. Ist runtergefallen. Das tut mir leid. So viel dazu. Auf jeden Fall ziemlich, geht ziemlich ab. Ziemlich geile CD. Ziemlich gut. Dann Doctor Who. Soundtrack hier die. Eine, also erste und zweite Staffel, die dritte Staffel und hier nochmal die fünfte Staffel, die hat den meistesten Soundtrack von allen. Ja, ich liebe Doctor Who. Doctor Who geht todesab. Ich kenne leider nur New Who. Ich muss nochmal irgendwann die alten Staffeln, die ersten, was waren das, 27 Staffeln oder so, muss ich auch nochmal nachholen, aber zumindest hier, ich kann jetzt gerade mit einer Hand schlecht fokussieren, das ist eher so. Auf jeden Fall, die Musik geht ziemlich ab von Mary Gold, gerade bei der fünften Staffel, bei Matt Smiths Ära. Aber auch am Anfang ist hier ist natürlich das berühmt-berüchtigte Doomsday mit dabei, auch das Mainstream haben wir immer wieder. Das geht schon so das ab. Ich brauche nochmal irgendwann die CD von den Specials, ich will Wale Dekim unbedingt auf CD noch haben, das ist... Ich glaube, ihr merkt so ein bisschen, so, wonach ich bei Soundtrack sammeln gehe, ich will halt immer so... Lieder, die ich halt mag, die ich halt kenne, halt einfach besitzen und sie halt einfach da haben, nicht mal im Internet hören. Unimata Nose, Marfan Nose ist übrigens ein ziemlich spaßiges Lied hier auf der CD. Also ich würde sagen, Doctor Who hat einen ziemlich nice Soundtrack. Die niceste von denen, die ich jetzt allerdings hier habe, ist aber auf jeden Fall die fünfte Staffel, weil da einfach die meisten coolsten Themes dabei sind. Also es ist halt das Theme von dem 11. Doktor ist halt einfach fett. Dann, Yeah, Little Amy the Apple ist ziemlich cool. I'm the Doctor ist ziemlich cool. Madman with a Box ist ziemlich cool. Also sind ziemlich coole Sachen mit dabei. Es ist. Ich habe immer bei manchen nicht so krass den Wiedererkennungswert. Ich weiß nicht, ob das an der Musik liegt oder daran, dass ich irgendwie nicht drauf geachtet habe oder sowas. Aber ansonsten hat Dr. Who auf einmal einen ziemlich coolen Soundtrack. Gott, die Kamera wird richtig warm. Das ist schlimm. Führt uns zum nächsten Ding. Good old Ennio Morricone. Unglaublich toller Komponist. Einfach, ich kann es deswegen sagen, weil ich habe keinen einzigen der Filme gesehen, wo er die Musik gemacht hat. Sprich, ich habe null Bindung zu den Dickern, aber ich höre diese CD so gerne. Da sind so viele Sachen mit dabei. Gerade, es fängt schon toll an mit hier, also, ihr seht es ja da. Es ist halt, oder sieht man das überhaupt? Oder ist es scharf? Ich weiß es gerade nicht. Es geht auf jeden Fall richtig ab. Spielmäßig vom Tod ist natürlich das Ding, mit dem man sozusagen das richtig berühmte dieses Lied. Ja, das kennt man natürlich. Aber da sind auch andere noch dabei, die man vielleicht nicht so krass kennt. Aber es geht so ab. Also, ich weiß nicht, wenn man die CD irgendwo mal sieht, unbedingt mitnehmen. Richtig toll, richtig tolle Musik, richtig so umgesetzt. Auch so sehr mit, also mit so einer Opernsängerin immer mit dabei. Die gerade bei zwei glorreiche Halunken. Mir sind die deutschen Bilder irgendwie nicht so vertraut. Meine Hand zittert gerade total, weil die Kamera echt schwer wird nach einer Weile. Hoffentlich werde ich hier schnell durch. Aber Ennio Morricone, unglaublich toller Komponist. Ah,
bringt uns weiter zu Habib Koite. Das ist jetzt eigentlich weniger ein Soundtrack, sondern einfach ein Interpret mit so cooler afrikanischer Musik. Habe ich mal geschenkt bekommen. Geht ziemlich ab, finde ich ziemlich cool. Habe ich aber ewig nicht mehr gehört. Muss ich mal wieder machen. Oh, Mensch. Good old Ice Age. Ice Age 3, 2 und 1. Die letzten beiden von John Powell, den ersten von David Newman, den kennt man ja, der ist auch sehr bekannt, der glaube ich auch, hatte. Die Newmans sind ja so eine ganze Familie von Komponisten. War David Newman der Findet Nemo gemacht? Also der generell ziemlich viel für Pixar macht? Ich weiß es gerade gar nicht, aber geht auf jeden Fall ziemlich ab. Gerade den ersten, der hat halt. Jetzt fällt mir alles runter. Also gerade der erste Soundtrack von Ice Age, der hat natürlich die größte nostalgische Bindung. Also ich hab. Geht in der Hinsicht auf jeden Fall sehr ab. Also Ice Age, cooler Soundtrack, hat coole Melodien. Auch so ein. Der ist so ein richtig schönes, ruhiges Lied mit dabei, wo sie da in dieser Höhle sind. Das ist total cool. Richtig schönes Lied. Richtig schön. Auch das Main-Theme ist cool. Und am coolsten ist eigentlich immer noch, was hier. Ne, es war nicht mit drauf. Natürlich war es nicht mit drauf. Halt dieses. Gott, Send Me On My Way. Richtig cooles Lied. Ich liebe dieses Lied. Das ist eigentlich das coolste vom Soundtrack, ist aber nicht auf dem Soundtrack dabei. Wobei es jetzt auch nicht halt zum Film an sich gehört. Dann der Höhepunkt vom Ice Age Soundtrack, als John Powell das Ding übernahm. Richtig cool. Das neue Ice Age Main Theme geht natürlich richtig ab. Richtig cool. Auch ein toller Film. Der erste ist immer noch besser, immer noch der beste an sich, aber das zweite war auf jeden Fall noch eine schöne Fortsetzung. Danach wird es irgendwann repetitiv, aber gerade 4 und 5 sind schlimm. Der dritte geht noch, der war noch cool. Schöne Sachen. Am coolsten ist natürlich ein Mal, glorreiches Mal, was die Geier da singen. Das ist so geil. Und dann natürlich noch der dritte Film, Dawn of the Dinosaurs, was er dann wieder im Deutschen heißt. Auch ziemlich cool. Haben wir ein paar schöne Lieder mit dabei hier. You'll Never Find Another Love Like Mine, was sie in 5000 Versionen mit eingebaut haben. Weiß ich nicht, ist ein cooles Lied. Malone Again war auch ganz cool und halt die ganzen typischen Melodien halt einfach noch mehr. Ich glaube, das ist eher der Punkt, weshalb ich sage, das zweite Teil hat den geilsten Soundtrack, weil einfach der die neuen Melodien etabliert hat und seitdem werden sie einfach immer wieder reingeschmissen, was halt irgendwann nicht mehr so krass aufregend ist. Ach, mein Arm stirbt langsam vor sich hin. Auch weniger ein Soundtrack, halt einfach nur ein Interpret oder sowas, halt in-house, habe ich auch schon seit 500 Jahren hier rumliegen. Ziemlich cool, ist so. Ja, ist halt so. Was ist es? Ist halt so rhythmischer Kram, so. Ist so. Schwer zu beschreiben. Ich spiele es gerade einfach mal kurz ab, könnt ihr euch so ein Bild davon machen. Sowas ist halt in-house-Musik. Ist ganz cool, gefällt mir, hat immer Spaß gemacht. Kann man gut mal so nebenbei laufen lassen. Mein PC, wunderschön. Wieder neuer Höhepunkt in der Sammlung. Auch inzwischen wird immer seltener, gibt es auch noch auf Platte bei Uralt. In einem Land vor unserer Zeit. The Land Before Time. Richtig toller Soundtrack. Auch ein richtig schöner Film, auch eine richtig schöne Filmserie an sich, auch wenn sie irgendwann übertrieben haben. Ich meine, wie viele Teile gibt es da inzwischen von? Ich will es nicht sagen, aber da gibt es Serien und Filme, aber oh, gerade der erste Film, gerade dieses Main-Theme, also hier The Great Rescue, Discovery of a Great Valley, geht richtig ab. Richtig toll. If We Hold On, ich hasse diesen Akku. If We Hold On Together habe ich zusammen mit Dennis auf Rügen gehört, das war toll. Also hat schon Bock gemacht. Ist ein richtig toller Soundtrack. Ist leider halt, wie gesagt, inzwischen echt selten geworden. Also der wird. Ich habe ihn noch für 20 noch bekommen, aber ich glaube, der wird immer seltener. Also wenn ihr ihn noch haben wollt, würde ich euch empfehlen, da schnell zuzugreifen, weil der geht weg wie sonst was. Aber ist halt auch richtig tolle Musik, also richtig, richtig toll. Es ist nur leider auch so ein bisschen gerade hier so das Zeichen, was ich an Fame-Soundtrack immer nicht mag. Einfach sozusagen, du hast dann, dass ich sozusagen, ich mag's nicht, dass sich die Musik zu dem Film immer entwickelt, weil es macht im Nachhinein keinen Spaß. Weil wenn ich jetzt sage, ich hab Bock, mir das Main-Theme hier, das Cover of a Great Rally praktisch reinzuholen und das anzuhören, muss ich erstmal durch 5 Minuten anderen Kram durchspulen. Das ist total nervig, ich mag sowas nicht. Das ist immer, ich finde, das ist eine unglückliche Entwicklung. Ich find's cooler, wenn Film-Soundtrack einfach einzelne Lieder wären, so wie bei Digimon oder sowas, ne?
Sava ist eben ein Gott. Godot Takanonia Sava. Hier haben wir Godot Hans Zimmer. The Lion King, das Soundtrack ist natürlich legendär, darf eigentlich in keiner Soundtrack-Sammlung eigentlich fehlen. Ist eigentlich auch ziemlich der Shit. Habe ich auch schon seit ewig, schon 5 Tagen, deswegen ist da noch dieser Fanta-Sticker drauf aus irgendeinem alten CD-Laden noch meiner Kindheit. Zwar ist. Muss ich glaube ich nicht zu sagen. Jeder kennt König der Löwen, jeder kennt die Musik, jeder weiß, wie geil die Musik ist. Also, warum nicht? Habe ich gerne da. Ah! Auch weniger Soundtrack, auch so ein bisschen zwar schon, aber eigentlich eher einfach ein Interpret halt. Maurice Ravel oder Maurice Ravel Edition mit ganz vielen seinen Liedern, aber eigentlich interessiert mich nur ein einziges. Der gute alte Bolero. Bekannt aus Funk und Fernsehen, nämlich aus Digimon. So das Main-Theme ja praktisch von Digimon Adventure, wenn man so will. Ich liebe dieses Lied, ich könnte es den ganzen Tag hören. Deswegen ist die Musik hier, die CD hier eigentlich schon so ein kleiner Pflichtkauf für mich. Wieso nicht? So. David Bennett, Jazz for Peanuts. Das ist natürlich auch meine Peanuts. Wer kennt nicht die Peanuts? Wer hat sie nicht lieb? Und wer macht nicht die ganzen angejazzten Musik von denen? Gerade Linus Lucy, also das Peanuts Main Theme quasi, ist natürlich der Shit. Hör ich mal wieder gerne. Das ist eine witzige CD. Warum nicht? Ich mag die Peanuts. Peanuts sind cool. Hat DJ Clive auch mal eine sehr coole Kritik so gemacht. Also ich kann den immer wieder sehr gerne empfehlen. So. Was habe ich hier noch? Ah. Die Nordsee, unser Meer. Filmmusik von Oliver Heuss. Musik zum Kinofilm. Ja, das ist ein Dokumentarfilm. Im wahrsten Sinne des Wortes. Weil es ja auch im Kino anscheinend lief. Habe ich aber nicht mitbekommen. Ziemlich cooler Dokumentarfilm. Zeigt so ziemlich nice Stellen von der Nordsee. Ich bin ja sehr gern und häufig in der Nordsee. Die Ansicht ist man natürlich ziemlich happy darüber. Also, insgesamt ist der Soundtrack zwar genau so, wie ich mir ihn eigentlich vorgestellt habe. So, ich habe so was Generisches mit ein paar Streichern und Klavier erwartet, was halt nicht so in Erinnerung bleibt. Und genau das habe ich auch bekommen. Aber ich habe tatsächlich dem Soundtrack Unrecht getan. Sie haben ziemlich nices, also der Oliver Heuss hat hier ein ziemlich nices Main-Theme mit reingebracht, das immer wieder eingesetzt wird in verschiedenen Versionen. Das gefällt mir wirklich sehr. Ist wirklich schön gemacht, habe ich auch auf Helgoland gehört, weil, mein Gott, die Nordsee, da hört man sowas natürlich. Also, warum nicht? Ist eine schöne CD. Der Stapel wächst und gedeiht, aber wir sind doch bald durch. Viel habe ich hier nicht mehr. Mal gucken, was wir hier noch haben. Nee, da ist nichts. Was bist du hier noch? Nee, okay, gut. Dann sind es jetzt echt nicht mehr viele. Ah, dann haben wir hier noch The Complete Peter Gunn. Ist, ne? Musik von Henry Mancini, muss ich auch nicht was zu viel sagen. Der Typ, der den guten alten rosaroten Panther etabliert hat. Das tolle Theme. Das ist der besten Stücke, das es so gibt auf der Welt. Das ist auch eines der populärsten, besten Stücke, die es so gibt auf der Welt. Den Rest, den man so abfeiert, den kennt immer kein Mensch. Der ist eine ziemlich coole CD. Warum nicht? Ha! Mein absoluter Liebling. Planet of Ocean. Es ist so toll. Es ist so toll. Von Taro Iwashiro, der auch den Sonic und den Kenshin-Film gemacht hat. Langsam kommt alles zusammen. Diese CD. Es ist ziemlich mein absoluter Liebling von CD, den ich hier in meiner Sammlung habe. Ist das eine völlig random Doku? Also wirklich eine ziemlich random Doku. Die haben wir mal irgendwie gekauft für 1 Euro oder sowas. Sind irgendwie... Die ist sehr interessant. Kann ich auf jeden Fall nur mal empfehlen, aber die hat... Und das war... Erstens schwierig herauszufinden, wie die heißt, die Doku. Die Doku ist irgendwie Planet Erde, aber praktisch, du sitzt da, guckst dir so. Also, viele Dokus haben einen nice Soundtrack. Sehr, sehr viele. Aber diese Doku ist halt wirklich halt nicht so. Da passiert nichts Krasses. Es ist halt nicht so ein, oh ja, da verfolgt halt gerade ein Tiger irgendwie eine Gazelle. Dem ist ein dramatisches Lied, sondern es ist halt eher so. Du fühlst dich eher wie in so einem. In so einem Lesesaal, in dir wird halt was erklärt. Halt so eine Art von Doku. Und dass so eine Art von Doku so einen geilen Soundtrack hat, das hatte ich so eigentlich noch nie. Deswegen, richtig geiler Scheiß. Ich fahre immer wieder ans Meer, höre da immer wieder diese CD, weil die so abgeht. Gerade Planet of Ocean, das Main-Theme praktisch, ist eben wie in 4 Versionen mit drauf. Richtig toll, Taro Iwashiro. Toller Job, tolle Arbeit, tolle Doku. War schwer, die zu finden, aber kann ich, also... Gibt es einen, bestellt euch das, richtig toll. Habe ich ja seitdem jetzt auch als praktisch als Intro-Theme für mein Intro jetzt einfach verwendet, weil es einfach so ein tolles Lied, das ich liebe ist. Es ist so toll und deswegen praktisch so mein aller Heiligtum. Gehen wir weiter.
Tobias totzt unser Löwe. Ich weiß nicht warum, die CD ist irgendwie bei mir kaputt oder irgendwie kann ich sie auf dem PC nicht abspielen. Also sie geht an sich, aber ich kann sie auf dem PC nicht abspielen. Warum auch immer, sie klingt da wie sonst was. Aber tatsächlich, ziemlich nice Soundtrack. Also denkt man gar nicht so. Natürlich gerade von Nina, ich umarme die ganze Welt. Auch eines meiner absoluten Lieblingslieder, ist unglaublich schön, unglaublich toll. Kann ich nur mal empfehlen, aber ein schöner, also schön den Film nochmal so in Nostalgie-Schwenk nochmal zu gucken. Aber tatsächlich, die Musik ist gar nicht mal so schlecht. So, langsam sind wir wirklich bald beim Ende. Ah, nochmal geiler Dokumentarfilm. Musikkram von good old Benjamin Bartlett. Walking with Dinosaurs und Walking with Beasts. Bei der CD aufpassen, also wenn ihr die kaufen wollt, geht nicht auf Amazon. Auf Amazon geht die, glaube ich, für über 100 Euro weg oder für fast 200 Euro, ich weiß es nicht. Da geht die für was ich was weg. Sucht irgendwo auf eBay, da haben wir, glaube ich, für 30, 20 oder sowas bekommen, weil sonst das ist doch immer verrückt. Vor allem bei der CD haben wir das Problem, dass auch hier nicht ansatzweise der komplette Soundtrack mit drauf ist. Aber erstmal hier Walking with Dinosaurs. Das ist natürlich diese berühmte BBC-Doku, die ich auch schon vorne und hinten durchgeguckt habe. Die ist so fett. Ich liebe dieses Ding. Und ja, entsprechend gehört das Soundtrack einfach dazu, weil der ist echt richtig toll. Richtig tolle Musik. Dieser Benjamin Bartlett, der geht richtig ab. Also der hat die tolle Musik geschrieben, auch toll im Orchester umgesetzt. Einen ganz eigenen Stil hat er damit etabliert. So was ganz Eigenes, man sagt so, ja, man so, ja, also, geiler Scheiß. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Und mein eigentlich noch viel größerer Liebling, was praktisch, also sozusagen, der Shit ist todesgeil, der Shit ist doch mal noch geiler als dieser todesgeile Scheiß. Walking with Bees, die Erben der Saurier bei uns bekannt, sondern bei im Reich der Giganten, das hier im Reich der Urzeit, wie ist es, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, richtig fett. Tolle Melodien, gerade das Main-Intro-Theme ist toll. Hark's Bad war geil, Lucky's Cat war geil, Bad Brothers ist experimentell. Gentle Giant ist eigentlich hier so, würde ich sagen, ziemlich der Höhepunkt von dem Part. Das Problem bei dem Soundtrack, man sieht es schon, Walking with Bees macht eigentlich nur etwa knapp die Hälfte des Soundtracks auf. Das ist halt das Problem, der Rest ist halt nur von Ballad of Big L, also dieses. Gab es ja auch mal so ein kleines Special und wieder von Walking with Dinosaurs, was schon veröffentlicht wurde. Deswegen, ich mag sowas nicht. Warum werden Sachen nie wirklich fertig veröffentlicht? Ich glaube, hier hat sich selbst im Booklet der Benjamin selber darüber aufgeregt, dass es nicht mehr veröffentlicht wurde, weil es echt schade, weil, also wenn ihr es mal irgendwo findet, unbedingt eingeben, richtig geile Musik. Also da ist schon, also es gibt ja auch ziemlich verbreitet so ein paar Leute, die es halt selber dann sozusagen wieder einspielen und rauswippen. Ist auch ganz cool. Muss man halt auf sowas zurückgreifen. Und das letzte Ding, dann soll es auch gewesen sein, Wallace und Gromit auf der Jagd nach dem Riesenkaninchen. Wallace und Gromit, Aardman Studios, unglaublich toller Kram. Ich liebe Wallace und Gromit. Ich liebe diesen Soundtrack, ich liebe das Main-Theme. Und das geht richtig ab. Beim Londoner Symphonieorchester. Das ist so ziemlich mit das beste Orchester, ich meine so irgendwo, dass man so auf Soundtracks eigentlich so hört. Geht richtig ab, richtig toll, tolle Melodien, toll umgesetzt, richtig dramatisch, wenn es dramatisch sein soll. Ich finde es schade, dass man den anderen Sound, also dass man sozusagen hier unter Schafen und die Techno-Hose und Grand Day Out und sowas, dass es davon kein Soundtrack gibt, weil die haben auch ziemlich coole Melodien. Aber immerhin gibt es das. Und das ist doch immerhin etwas. So, das wäre der Shit. Ansonsten hätte ich höchstens noch zu bieten hier auf dem Rechner. Ist hier auf dem Rechner. Halt, man hat ja auch noch so ein paar Dinge halt nur in digitaler Form erworben. Ja, also so ein paar Sachen gibt es ja neuerdings nicht mehr auf CD oder irgendwas. Oder habe ich nicht selber auf CD, da ist ein DL. Moment. Was habe ich hier alles? Also wir hatten. Dies halt nehme ich mir jetzt. Wir haben. Okay, jetzt ist er abgestürzt. Okay, scheiß drauf. Ne, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Also bezüglich digitaler Sachen habe ich heute ein Soundtrack von Shaun the Sharp, also von dem Shaun the Sharp Film. Der ist ziemlich cool. Jesse Stone haben wir noch, die Säge mit Tom Selleck. Ich liebe Tom Selleck, der Typ geht ziemlich ab und die Säge ist ziemlich wett. Also wieso nicht? Toller Soundtrack. Hat man auch ziemlich viel, wie man zwischendurch hinterhergeschmissen, also warum nicht?
natürlich auch nochmal in Bezug auf das Doku's geilen Soundtrack haben. Prehistoric Park. Kriegt man auf Amazon, ich glaube für 10 Euro oder sowas. Geht richtig ab. So ein toller Soundtrack. Ich liebe diesen Soundtrack, ich liebe diese Serie. Geht richtig ab. Und natürlich neuerdings auch, was ich jetzt so als praktisch immer noch so das Neueste und auch mit Fetteste, was ich so soundtechnisch habe, Undertale. Ich liebe Undertale, es ist so geil. Und ich denke, mit diesen Worten würde ich dann auch beenden. Wir haben hier den ganzen Stapel von Musik. Hier ist immer noch fette Baustelle, weil ich hier gerade auch alles auch aufgenommen habe. Die Liebe stimmt nicht mehr. Moment. So. Ja. Das ist sie. Auf dem Boden verteilt. Meine Anime-Soundtrack-CD-Sammlung. Ich habe sie jetzt schon seit Ewigkeiten angekündigt. Jetzt haben wir gerade... Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe gerade echt 2 Stunden gelabert. 2 Stunden, 3 Stunden, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wer sich diesen Kram hier jetzt bis hierhin angucken möchte. Oder wer es, ob wirklich noch irgendjemand bis hierher wirklich da geblieben ist. Wenn ja, vielen Dank, dass ihr euch diesen Kram bis hierher angeguckt habt. Es war, da hat es sich gelohnt, den Mund fusselig zu reden. Also, oh mein Gott, echt, das war, wow. Also ich habe mir schon gedacht, das wird gleich einen neuen Kram aufzunehmen, dass es so lange dauert, das hätte ich nicht gedacht. Oh Gott, mein Mund ist kaputt, mir reicht's auch, mein Arm wird auch irgendwann langsam müde. Entsprechend, ja, das war's mit meiner Anime-Soundtrack-CD-Sammlung. Nächstes Video kommt bald, ich hoffe nicht mehr allzu lang, es zieht sich etwas, deswegen halt dieses Video gerade hier zwischendrin. Oh, ich hoffe, es hat euch gefallen, es war nicht zu langweilig, mein genauer war ja manchmal doch schon ein bisschen... sehr random und schon so ein bisschen, ja, was soll das jetzt? Entsprechend, ja, ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Ihr hattet irgendwie Spaß daran, weil ihr habt es irgendwie nebenbei laufen gelassen oder so. Ich meine, viel zu sehen gab es tatsächlich eigentlich doch nicht, obwohl ich mich bemüht habe, dass irgendwas zu sehen ist. Aber hey, ich hoffe, ihr hattet irgendwie euren Spaß. Ich hatte auf jeden Fall irgendwie schon meinen Spaß. Und ja, bis zu irgendeinem anderen Video oder auch nicht. Bis dahin und tschüss.